Einen wunderschönen Sonntagmorgen wünschen wir euch und herzlich willkommen zum Mid-Season Invitational Finale. An meiner Seite der gute Kernus. Moin, freut mich auch wieder hier zu sein, jetzt zum Finale. Ich glaube, wir sind alle so ein bisschen pro EU heute und wollen natürlich dieses erste westliche Finale für uns entscheiden. Ja, das auf alle Fälle. Wer hätte im Vorfeld überhaupt gedacht, dass es ein EU gegen NA-Finale geben wird, wenn man sich die Gruppenphase angeschaut hat, wenn man sich vorher das Line-Up angeschaut hat und auch die Halbfinalbegegnung, muss man doch sagen, dass zumindest IG gegen Team Liquid haushoher Favorit gewesen ist. Es sollte anders kommen, es sollte sich ins Gegenteilige verkehren. Bei G2 gegen SKT hatte man Hoffnung, einfach weil G2 ja schon in der Gruppenphase SKT stark dominieren konnte. Aber ein Best of Five gegen koreanische Teams ist immer was anderes. Also ich glaube, man kann fast an einer Hand abzählen, wie oft koreanische Teams verloren haben in einer Series gegen ein westliches Team. Auf jeden Fall. Also es war... Da habe ich eine gute Chance da, einfach weil das G2 unglaublich gut war. Und trotzdem hat man auch gemerkt, dass im Laufe der Zeit gerade SKT gelernt hat. Sie standen 2-1 und da hatte ich schon echt Sorgen, aber dass sie das dann nochmal gedreht haben, spricht auch für sie. Ich hatte keine Sorgen. Und grundsätzlich beide westlichen Teams, aber auch dann am Ende das klar bessere Team gewesen für mich. Also auch in dem letzten Best of Three, wo wir über die volle Distanz, Morisa, dank gegangen sind, muss man auch sagen, es hat sich herauskristallisiert. Es war nicht so, als wäre G2 wirklich der Underdog gewesen, wie man vielleicht so auf dem Papier behauptet hat. Also für mich zwei hervorragende Halbfinalspiele, vielleicht die besten Halbfinalspiele seit Ewigkeiten, die man auch gesehen hat, weil die Spiele auf einem sehr ausgeglichenen Niveau waren. Zumindest auf westlicher Sicht auch. Ja, aber auch vom League of Legends her. Also es war ja nicht so, als wäre das Niveau irgendwie nicht besonders gut gewesen. Ja, fairerweise muss man sagen, dass Team Liquid mich doch ein bisschen mehr überzeugt hat, zumindest rein von den Halbfinalbegegnungen. Sie haben souveräner gewonnen und auch ordentlicher gespielt. Das heißt, sie hatten ein ordentlicheres League of Legends als G2 das hatte, die mitunter sehr chaotisch gespielt haben. Ein Sieg durch Vector und auch am Ende ging es dann plötzlich drunter und drüber, was ihre Leistung natürlich nicht schmälern sollte, denn ich meine, es ist immer noch gegen SKT, gegen die sie gespielt haben und Caps hat es ja gestern so schön zusammengefasst, in was für einer Welt leben wir, um SKT schlagen zu müssen, damit wir gegen Team Liquid spielen dürfen. Das hätte wahrscheinlich so auch keiner erwartet. Insofern bin ich gespannt, weil es zwei sehr unterschiedliche Spielstile aufeinanderprallen werden, EU gegen NA. Wer sich am Ende durchsetzen kann, Grabs, wie immer, gehe ich von aus, top vorbereitet. Ich denke auch. Also gerade da sehe ich auch G2 ein bisschen vorne, ehrlich gesagt, weil sie eben doch mehr Picks probiert haben, auf jeder Position durchschnittlich zwei mehr Picks gebracht haben in der MSI und es liegt dann natürlich auch im Coaching-Staff. Natürlich weiß er genau, was können die Spieler, was können sie bringen, welche Picks sind ihre Comfort-Picks, aber dass sie sich immer wieder auch Taktiken überlegen, finde ich genial. Ja, und ihr seht hier schon Opening Ceremony, die da jetzt jeden Moment starten wird, haben uns natürlich so ein bisschen teasern lassen, ne? Aber da ist noch ein kleiner Countdown übrig. Ich bin wirklich gespannt, man sieht hier diesen wunderschönen Thron im Hintergrund, und da vorne läuft schon mal jemand lang mit G2-Maske. Ja, das riecht nach einer Aufführung mit dem heroischen Licht. Das heroische Licht. Ja, wir dürfen wirklich sehr, sehr gespannt sein. Also es ist aus westlicher Sicht ein absolutes Traumfinale und auch eine absolute Traumsequenz. Ja. Insofern würde ich mal sagen, Spot up.
辅助 Promise Q，
international history. Europe versus North America, the MSI final. I mean, this is history. An NA versus EU finals is something people dreamed about since the early days of League. I think the only thing that the NA and EU fans agree with is that we're not losing to the other side. We already took down the reigning champions. This is what we were built for, and it's a lot more than just winning. It's showing that we are the best team in the world, and that's what we all want. I feel like we have so much more to offer than they do. That's why I'm really scared. I'm really happy that we showed up and when they showed up, now we can just fight. You want your legacy to be solid, like cemented in everyone's mind. And then people really only can remember the winners. I want to be on top and stay on top. For me, it's not just enough to be a champion. I want to be a legend. Goes all the way back in with the flip. 5-point strike. Double kill for Captain. Oh! Oh, Sharkwave! Next is one or two more hits. Maybe not comes up. One left. Forces game five. Liquid now willing to let him walk away with a core JJ going in. Absolutely outplayed. Ja, was eine geile Opening Ceremony. Also ich sag mal so, mit dem Song bekommst du auf jeden Fall mehr als 0 Punkte beim ESC-Zuschauer-Vote. Ja, auf jeden Fall. Aber gut, wir haben jetzt zum ersten Mal, wir haben es gerade gehört, in der Geschichte EU gegen NA bei so einem internationalen Turnier beim Mid-Season Invitational. Ja, beide Teams mit einem Run in dem Turnier, der sich wirklich sehen lassen kann. Team Liquid den Weltmeister rausgekegelt und G2 den Rekordweltmeister. Muss man erstmal machen. Und ich bin mir natürlich sicher, für wen der Chat ist. Ja, wir können natürlich mal gerne einen kleinen Check machen. Lieber Twitch-Chat, für welches Team seid ihr denn? Team Liquid oder G2? Schreibt's uns gerne. Und wir freuen uns gleich auf die Pick-und-Bann-Phase, die hier bald starten wird. Wir sehen hier einige Doublelift-Fans. Der hat viele Fans vor Ort. Caps Vater ist aber auch da. Er ist der Stimmungsmacher manchmal im Saal, wenn er mit seiner Flagge rumwedelt. Eigentlich braucht der Mann noch ein Megafon. Ja. Oder so einen kleinen Zug, wo er sich raufstellen kann. Der Chat im Übrigen wird mir gerade nochmal von der Regie bestätigt, größtenteils von G2. Ich habe nichts anderes erwartet von euch, Leute. Ja, danach Spin und dann erst Team Liquid. Fragt mich natürlich, wo sind die Euronics-Fans, aber kommt vielleicht auch nochmal. Ja, da sehen wir noch, den Vorsinger für Team Liquid. Und auch die Jensen-Fans. Also, ich muss sagen, die Opening Ceremony hat mich wirklich überzeugt. Ich bin jetzt, die obligatorischen TSM-Fans. Da kann man schon mal ein bisschen Gänsehaut bekommen. Auch die musikalische Untermauerung hat sich wieder wirklich sehen lassen können. So, aber jetzt heißt es hier, Headset aufgesetzt. Einer fehlt noch. Gibt es da eine kleine Pipi-Pause? Ja, vielleicht. Trotzdem. Schön nochmal die Nervosität. Die Teams machen sich hier langsam bereit und ich bin wirklich extrem neugierig, was Grab sich hier vielleicht wieder aus dem Hütchen zaubert. Ja, wir haben ja gestern Pike Toplane erlebt, mal wieder. War nicht das erste Mal, aber es ist wahrscheinlich das erste Mal, dass wir das in so einem Halbfinale sehen. Und von daher doch schon den Gegner etwas überrascht, nicht nur mit Pike Toplane, sondern auch mit Syndra auf der Carry-Position. Ja, aber genau das macht eben G2 aus, dass sie da so flexibel sind. Und ich muss auch sagen, beide Pike-Games haben sehr gut funktioniert. Im ersten Game, das Early-Game, sah nicht ganz überzeugend. Aber ab dem Mid-Game ist der Champion einfach nur explodiert. Und vielleicht sehen wir heute sogar mal einen Bann in die Richtung. Ja, aber genau das macht es halt schwierig. Also eben. Wenn du so ein Team bist wie G2, was da eine sehr große taktische Bandbreite hat und auch Champion-Pool-technisch, dann ist es halt sehr, sehr schwierig, das zu outbannen und zu outdraften. Also da kann man sich, wenn dann höchstens mit eigenen Picks dann dem Gegner
zurechtlegen. Ich finde aber auch, dass Team Liquid sich da auch nicht ganz bloßstellen lassen muss, weil auch Kane, der Coach von Team Liquid, zaubert ja auch mal wieder ein bisschen. Also zum Beispiel die Lux in der Mitte, hat man ewig nicht gesehen. Oder auch der Skarner, der so ein kleiner Nischenpick ist, damit eben dann auch IG auseinandergenommen im letzten Spiel. Also aber man muss auch sagen, Team Liquid hat ja nicht nur, also auch mit der Lux zum Beispiel, einen etwas ungewöhnlichen Pick rausgehauen. Wobei eine Lux natürlich eben sehr, sehr gut gegen eine Zoe funktioniert, wie wir feststellen durften. Natürlich drückt sie die R-Taste, wirfst du dein Q. Und dann ist es schwer, nicht zu treffen, wenn du ein geübter Spieler bist. Ja, mal gucken. Also Caps ist ja so ein bisschen der Solo-Kill-König des Turniers, hat schon über 9 Solo-Kills gemacht. Und Jensen ist der ebenfalls so ein bisschen in Party-Laune, hat auch schon 5, ob es damit im Mittelfeld. Also ich könnte mir vorstellen, dass in der Mitte es heute ganz schön zackig wird. Aber auch Xmitty, so ein Jungler, der im Early Game wirklich viel Druck macht. Also beide Teams hier mit klaren Stärken und Schwächen. Und ich freue mich extrem auf diese Begegnung. Ja, wobei man muss ja auch sagen, generell ist in der aktuellen Meta Early Game Pressure im Jungle einfach das A und O. Also wir sehen ja nicht umsonst Champions wie Rek'Sai, wie Jarvan eben sehr, sehr contested im Jungle. Eigentlich fast ausschließlich Early Game starke Jungler, einfach weil es so wichtig geworden ist, diese Jungle-Rolle. Natürlich auch ein Stück weit daran liegen, dass man nach und nach die Ward-Möglichkeiten entfernt hat aus diesem Spiel. Von Tracker's Knife über weniger Control Wards, weniger Cooldown oder mehr Cooldown vielmehr. Aber los geht's, Pick und Bannphase. Wir sehen schon Team Liquid auf der Blue Side, Galio und Taric gebannt. Man weiß seit dem Halbfinale, G2 schreckt natürlich vor Sona Taric nicht zurück. Ja. Ich finde es aber gut, dass man hier auch noch den Jace und die Akali raus. Und wir haben einfach gesehen, wie viel Potenzial diese Champions haben. Jace fast immer gebannt hier in dem Turnier. Schon 35 Mal. Also fast in jedem Spiel. Dreimal wurde er nur gepickt. Und gegen Sunder Taric spielen beide Teams. Ich finde Team Liquid aber ein bisschen souveräner in der Vergangenheit. Ryze, das blaue Männchen, fliegt ebenfalls noch raus. Ist ein Flex-Pick für beide Teams. Für die Mitte, für die Top-Lane. Sehr dominant im DPS-Verhalten. Vor allem auch mit viel gut Wave-Clear ausgerüstet, um eben die Lane-Prio zu generieren. Ja, vollkommen richtig. So, letzter Bann für G2 jetzt. Ha, es ist so vieles noch offen letzten Endes. Also gerade die Jungle Buns, Rek'Sai, Jarvan wäre noch denkbar. Sylas wird hier gebannt. Ja. Damit wäre einer dieser Jungle Picks definitiv First Pick würdig. Ich denke auch. Also beide Jungler sind ja offen. Rek'Sai oft der aktivere Part. Also er hat mehr Carry-Potenzial, wird nicht ganz so tanky und ist ab dem Midgame auch ein bisschen schwächer, wenn er nicht gefeedet ist. Hat aber den besseren Camp-Clear und ist dadurch gerade im Early-Game ein bisschen schneller als der Jarvan. Aber Jarvan eben mit mehr Utility ausgerüstet und darum auch hier der First-Pick, weil du auch hier die Variation hast. Gehst du auf den AD oder auf die Tank-Variante? Ja, vor allem nicht nur Variation, sondern Teamfight stärker später. Also während Rek'Sai halt klar definiert ist, im Sinne von, sie muss halt früh ganken, sie muss halt früh das Spiel snowballen, ist Jarvan da etwas flexibler einsetzbar, weil er dann doch einen guten Team-Engage noch liefert. Jetzt der Varus mit dazu, immobiler AD-Carry gegen Jarvan. Gefährlich zwar, aber Varus verfügt gerade mit dem Q-Charge über eine hervorragende Reichweite und man will hier offensichtlich eine starke Botlane picken. Tahmkench wäre noch offen, würde sehr, sehr gut passen. Skarner direkt mal. War bisher Nischen-Jungler, macht sich aber sehr gut. Mal schauen, mit was man es dieses Mal kombinieren möchte. Rakan Xayah ja ebenfalls eine Möglichkeit für G2. Extrem dominant, hat eine Win-Ratio von 75% im Turnier, wenn man sie denn spielt. Haben einen hervorragenden Wave, einen All-In, bieten dir alles, was du haben willst auf der Botlane. Und ich bin sehr gespannt, ob G2 wieder mit dieser Konstellation umgehen kann. Ja, es ist auf jeden Fall eine starke Botlane und wie von mir schon predicted, kommt jetzt hier der Tahmkench. Alles andere hätte mich auch überrascht. Gerade gegen diese Combo bietet sich das auch mit an. Also wir haben von beiden Seiten durchaus jetzt Engage und einiges an HCC mit dabei. Wobei der Engage von G2 natürlich etwas besser ist. Beide haben hier Botlane und Jungler gepickt. Damit ist es mit den Buns dann eher auf Target-Buns abzusehen. Ja, beziehungsweise du kannst eben zum Beispiel die Mitte hier ein bisschen ausnehmen, wie Team Liquid das jetzt macht, weil sie gleich eben den First-Pick haben. Sie müssen eine Solo-Lane verraten, außer sie haben noch einen Flex-Pick in der Hinterhand, was aber gerade eher unwahrscheinlich ist. Irelia wäre zum Beispiel noch offen, die wäre so ein Pick, aber ich glaube, das ist jetzt schwierig. Schwierig, da beide Teams, du hast es gerade angesprochen, ähnlich gedraftet haben, demzufolge muss man mal schauen. Kennengebannt auch eher. Hat G2 gestern einiges zugesetzt, wenn man die Spiele da verfolgt hat. Also da dann Khan immer wieder mit guten Flankierungen. Das Ganze traut man hier Impact auch zu. Man kennt sowieso,
wieder absolut in der Meta drin. Nico wurde eben durchaus schon von Perks und Wanda gespielt. Dieses Mal nicht, ist ein starker Split-Pusher eben auch auf AP und auf die On-It-Variante bildbar, demzufolge auch hier noch eine gewisse Varianz drin. Und der letzte Bann für G2 jetzt. Mal gucken, ob sie jetzt wieder ein Top-Lane-Bann werden wird. Sowas wie Vladimir. Ja, ich wollte es gerade sagen. Da wäre ich mal ein bisschen schnell gewesen. Ja, aber ja, Vladimir ist halt, also passt halt nochmal mit da rein. Also gerade wenn man jetzt nochmal eine Pressure-Lane nehmen möchte, denn Vladimir ist in der Lage, Pressure rauszunehmen, einfach weil er selber über sehr viel Sustain verfügt. Und wenn du dann so einen Split-Pusher haben möchtest, dann beißt du dir häufiger an einem Vladimir die Zähne aus, weil er sustaint sich immer wieder hoch, hält die Lane und irgendwann skaliert er nicht. Oh, GP hier für Impact. Also das ist ja so ein kleines OTP hier. Nicht wirklich, er beherrscht natürlich viele Champions, aber das ist schon der Pirat der Wahl hier für ihn. Und mal schauen, was man jetzt auf G2-Seiten dagegen picken möchte. Swain! Alles klar, hier jetzt also nochmal bei beiden Teams einiges an Variationen und natürlich auch nochmal an Scaling drin. Gerade Gangplank mit seiner Global Ult. Da kann man durchaus das Ganze im Verbund setzen mit dem Skarner. Man stellt sich vor, die Gangplank Ultimate kommt, du hast den Slow drauf, Skarner kommt noch einfach ran. Und jetzt Morgana. Und die haben wir durchaus schon auf der Midlane gesehen von G2. Auf der anderen Seite noch ein Braum, das wird nicht passieren. Ja, das Blackshield hilft natürlich. Das Problem dabei ist natürlich, dass du es vorwirken musst. Und Skarner wird sich hüten, das Ziel zu ultimaten, was das Blackshield drauf hat. Aber es nimmt ihm natürlich Potenzial, weil er nur ranlaufen kann oder eben mit dem Flash-Stachel vorgehen kann. Und jetzt die Orianna. Ja. Also finde ich auch eine solide Antwort. Du hast niemanden, der wirklich reinspringen kann, aber du hast eben Movement Speed zur Verfügung. Jensen ist ein bisschen auf sich selbst angewiesen, hier auch eine gute Shockwave zu landen, wird aber auch Zeit brauchen, um wirklich den Schaden zu machen. Aber die wird man haben, dadurch, dass man gegen eine Morgana spielt. Morgana mehr über die Utility da. Und Orianna. Ja, ein Champion, der sehr solide ist, wenig Schwächen hat, aber in letzter Zeit dann doch eher unter dem Radar geflogen ist. Und jetzt von Jensen ausgepackt. Jensen ist ein begnadeter Orianna-Spieler. Und sollte hier gegen Morgana auch weniger Probleme haben aufgrund der Reichweite, sollte hier auch durchaus sicher lanen können. Aber ich bin sehr, sehr gespannt. Beide Teams haben hier auch ein wirklich ordentliches Scaling mit drin. Auf der einen Seite Orianna, wissen wir natürlich, so ein Teamfight Shockwave. Und ich finde, das ist gar nicht mal schlecht, wenn man bedenkt, woraus oder worin der Engage von G2 besteht. Jarvan, Rakan, die halt beide reinjumpen wollen. Und dann zündest du einfach die Shockwave und dann vereitelst du das Ganze, denn das müssen beide Champions respektieren. Jarvan, selbst wenn er in die Tanky-Variante geht, und Rakan natürlich sowieso, weil der platzt dann ganz schnell wie so ein Luftballon. Ja, dann bin ich auch gespannt, wer das Blackshield bekommen wird. Ist natürlich situationsabhängig. Trotzdem, ich finde beide Drafts nicht schlecht. Also auch der von Team Liquid auf der einen Seite, gerade mit dem GP nochmal, hervorragend vom Scaling her. Im Early Game müssen wir mal abwarten, wie sich auch Skarner schlägt. Also hier sehe ich den Jarvan gerade vom Gangpotenzial minimal vorne, aber damit wird es auch gleich losgehen. Botlane könnte auch entscheidend werden, je nachdem wie gut Rakan Xayah eben auf der Lane klarkommt gegen diesen Varus, hat man da später natürlich mehr Schadenspotenzial und vor allem diesen AD Carry, der auf sich selbst aufpassen kann. So Leute, jetzt ist es soweit, Moment der Wahrheit, Mid-Season Invitational 2019, das Finale, Team Liquid gegen G2. Und jetzt wird sich natürlich zeigen, wer setzt sich hier die Krone auf. Und ich frage euch, lieber Twitch-Chat, Europa, was ist euer Handwerk? Und jetzt will ich den Chat eskalieren sehen. Genauso, wie es hier hoffentlich in diesem Finale eskalieren wird. Solange Skarner hier seine Rubinkristalle erobert, auch im 1 gegen 1 nicht zu unterschätzen, aber so eine kleine Makroschwäche von ihm. Man sieht es zwar nicht mehr auf der Minimap, aber man sieht es auch im Gefechtsnebel. Oh. Man erkennt das Ganze. Binding trifft. Erster Root. Und jetzt kommt direkt der Knock-Up dazu. Jensen hat einiges an Lebenspunkten verloren schon. Oh. Schade. Ja, kein Ignite. Kill leider. Ne? Auto-Attack vielleicht. Aber natürlich kleiner psychologischer Vorteil. Corey JJ hat die Schlabberzunge ausgepackt. Ah, er muss flashen. Man kriegt das Flash hier. Unglaublich wichtig hier für die Botten. Der Flash fehlt auf Thumb Kench. Und damit kann er eben nicht mehr retten oder sie selbst in Sicherheit bringen.
zumindest nicht so einfach. Ja, und wir sehen halt schon, also das sind Kleinigkeiten, aber ein großer Vorteil für G2, denn wie du schon gesagt hast, kein Flash für Tahm Kench, das macht die Lane deutlich instabiler und gleichzeitig Jensen, der jetzt schon alle Stacks von seinem Trank hat ziehen müssen, weil die Zeit für Space nicht mehr gereicht hat. Ja. Das sind wirklich zwei sehr große Vorteile. Und Skarner wird normalerweise nicht der gangintensivste Jungler sein im Early Game. Und Jarvan hat Möglichkeiten, schon auf Level 2 theoretisch. Ja, das ist richtig. Level 2 Gang von Jarvan auch schon sehr, sehr stark. Generell Level 2 Power Spike bei ihm. Einer der Gründe natürlich, warum er so dominant ist und sich meistens die beiden Krabben auch mit sichern kann. Diese hier wird es allerdings für Xmitty geben. Na, wobei... Jankos ist unterwegs und was natürlich auch nicht vergessen darf, also Jensen hat nicht nur alle Stacks von seinem Trank schon gezogen, sondern Jensen hat sich gegen Morgana für das Cleanse entscheiden müssen und hat keinen Teleport dabei, anders als Caps. Das heißt, Caps hat gerade nicht nur den Vorteil auf der Lane, einfach weil er noch deutlich mehr Sustain hat über die Tränke, sondern gleichzeitig kann er halt mit dem TP einfach nochmal wiederkommen und Jensen damit ja, ziemlich hart reinpressuren. Ist natürlich hier wie Morgana CC sehr praktisch. Auf der anderen Seite, man hat eben auch Knockups. Man darf nicht vergessen, wenn du es nicht flashen kannst hier, wenn der Jarvan dich knockt, wenn der Rakan dich engaged, hast du hier Probleme und du hast wirklich nur eine Cleanse. Knockups helfen da, wie gesagt, nicht gegen. Man merkt schon, Rakan, Xayah haben keinen schlechten Push. Gerade mit Tahm Kench muss man mal aufpassen, weil das ist ein Champion, mit dem hast du auf einmal eine etwas sicherere Lane, gerade für immobile AD Carries, aber du verkaufst auch so ein bisschen den Druck auf der Lane. Mit Varus hat man normalerweise genug Druck, aber wir sehen die Push-Power. Ja, direkt geht's da gegen Corey JJ, der verliert einiges an Leben. Hat sein E auch direkt aktivieren müssen, das heißt, Lebenspunkte kommen nicht nochmal wieder. Ja, Blue wird jetzt hier auch gespottet. Das heißt, du weißt, dass Xmitty da gleich sein wird. Ja, jetzt mit der Pflanze erst recht. Ja, man könnte es, naja, okay. Schade, dass Jankos gerade noch nicht da ist. Der wollte natürlich auch erstmal in die Basis. Sonst hätte man hier sogar was contesten können. Du hast die Lane-Prio in der Mitte, auf der Bot-Side. Damit kannst du schon auf Level 3, 4 aggressiv spielen. Ja, das ist natürlich trotzdem eine wertvolle Information, denn Wanda kann dadurch halt noch offensiver gegen Impact pushen. Er hat sowieso die Pressure-Lane und den Early-Push gegen ihn. Und das kann er natürlich besser ausspielen, wenn er weiß, dass Smitty eben Bot-Side ist. Auch die anderen Lanes können etwas befreiter aufspielen. Jankos jetzt selber unterwegs Richtung Botside, denn es ist natürlich klar, dass Smitty jetzt Richtung Topside gehen wird, nachdem er Botside gespottet ist und da den Jungle geklärt hat. Ja, aber die Kratze. Sollte man meinen, aber er entscheidet sich anders und jetzt ist es natürlich von Vorteil. Der erste Drache ist auch noch ein Meeresdrache. Das wird man aber gleich erkennen, denke ich. Hier wird man auf der Hut sein. Und engage. Oh, direkt geht's drauf, Smitty ist mit dabei, Teleport, aber First Blood hier schon, direkt für G2 und Smitty kann da überhaupt nichts machen. Ja, der Teleport, der hat sich nicht wirklich ausgezahlt, ist zur Absicherung natürlich nicht schlecht, aber der Fall ist noch nicht vorbei. Oh, Double If, wusste mal Flash, das ist egal, also wie gesagt, Caps mit dem Teleport, Vorteil eben, weil Jensen kein Teleport hat. So, und jetzt sehen wir hier nochmal... Locken sie weit zurück und man ahnt hier nicht, dass Jankos da ist und der geht halt direkt drauf. Super Knock-Up hier, auch nochmal von Rakan. Jarvan hat es ein bisschen verfehlt, aber du hast ja zwei. Weiß Tahm Kench hat keinen Flash, also eher das richtige Ziel. Mit dem Teleport willst du die ganze Situation nochmal absichern. Starkes Binding von Caps, dadurch bekommt man hier nochmal den Flash von Double Lift. Hat natürlich so ein bisschen den Lane-Druck verkauft, aber auf die paar Minions kannst du dir verzählen. Dadurch, dass Jensen hier auch kein Plating bekommen hat, was? Ist das völlig fein. Und Jankos hat noch Flash, ja, weil... Mickey hier hat Flash müssen, hat Jankos sein Flash noch und Xmitty ist immer noch auf der Bot-Side. Ja, man muss mal aufpassen. Also man sollte jetzt auch nicht überschätzen, dadurch, dass Xmitty eben auch da ist. Xmitty normalerweise der First Blood-König hier in der Begegnung. Oh, und er geht Base, Jankos kommt direkt wieder, also das hier Fehler in der Kombination. Wow. Da darfst du nicht so offensiv stehen. Teleport? Der ist hier direkt schon mal abgeholt, Smitty, Leute, der nächste Teleport, Impact jetzt gegen 3. Alleine, da wird er nichts machen können. Das läuft richtig gut hier für G2, holt euch den Perk. Jawohl! Und der nächste Kill, Double Kill für Perks. Und so muss das laufen, Smitty, der muss jetzt hier die Beine in die Hand nehmen. Und ganz schnell weg. 2000 Gold, jetzt Führung für G2. Und das war so clean gespielt. Man merkt, du hast diesen Teleport-Vorteil. Du reagierst halt einfach auf diesen Impact, der da runterkommt. Aber der Pirat macht am Early Game keinen Schaden. Black Shield und Flash retten Caps hier nochmal gegen Jensen, der sein Level 6 schon erreicht hat.
Ja, jetzt sehen wir die ganze Situation nochmal. Doublelift geht in die Basis und hat keinen Teleport, anders als Perks. Und du wartest hier so geschickt ab, weil du siehst den Ward, du siehst ihn. Jetzt hast du die Überzahl-Situation. Und dass man jetzt runter-TP't, ist für mich eine Fehlentscheidung, weil du weißt, du bist jetzt schon in Unterzahl. Der AD Carry kann nicht dazukommen. Und auf einmal bist du in einer 4-2-Situation. Nur der Skorpion kann da unten gerade noch so wegkrabbeln. Insofern richtig gut gespielt vom Timing her, was G2 betrifft. Ja, aber auch ein Fehler von Team Liquid. Also letztlich kommunikativ nicht wirklich abgestimmt, denn dass Smitty so lange da ist, kann er nur dadurch rechtfertigen, dass man sagt, okay, wir wollen nochmal den Push nehmen, damit Doublelift basen kann, ohne Farm zu verlieren. So, das heißt, dann muss man aber auch durchpushen, was sie nicht getan haben. Doublelift geht halt base, Smitty bleibt halt da und steht daraufhin viel zu offensiv. Du weißt allerdings, dass Jankos da ist und da darfst du da auch nicht so offensiv stehen. Ja. Also von daher, das Ganze nicht wirklich gut abgesprochen und G2 nutzt diesen Fehler sofort aus. Es ist halt auch wirklich ein Albtraum. Du hast hier diesen Hyper-Carry, diese Xayah, die nochmal nicht nur gut scaled von Anfang an Wave Gears. Der hat immer noch Flash, muss hier nicht mal Flash nutzen, zieht die Ultimate und Impact kriegt hier ordentlich einen drauf. Wanda ist der da. Der lebt! Ah, hat aber keinen Flash mehr und der nice. Stirbt. Wanda kann hinterher flashen, das ist halt das Ding. Also klar, der hat hier einen Sack voll Blutorangen am Start, aber das hilft ihm hier nicht. Ja, hat aber nochmal Zeit erkauft, ob ich gerade hinaus wollte. Der AD Carry skaliert nicht nur besser, hat jetzt auch den besseren Wave, die das ganze Matchup dadurch jetzt verzehrt, weil man diese zwei Kills hat. Und das ist ein Albtraum für eine Varus-Lane, der über das Early Game kommen möchte. Ja, aber auch hier natürlich der Jarvan-Pick auch sehr, sehr gut gegen den Gangplank, weil ja, Gangplank kann sich gegen CC befreien, aber wenn du eingesperrt bist, ja, nützt dir das halt gar nichts. Ja? Java ist schon ein Sneaky Pick? Ja, aber so, also, auch kein wirklich überraschend. Nicht wirklich, ja. Der erste Drache, wie gesagt, ein Meeresdrache, wäre noch natürlich für Bonus-Sustain auf den Lanes besonders praktisch. Aber man will es vermutlich gar nicht riskieren. Topside, kleinere Trades. Man merkt schon, Wanda hat jetzt hier die Hosen an. Problem ist eigentlich gerade die Mitte. Jensen hat noch beide Summoner-Spells, Caps gerade ohne Teleport und Flash. Ich kann mir vorstellen, dass vielleicht Jankos da mal vorbeikommen sollte, um zumindest die Lane zu entlasten, damit du wieder Midlane-Prio aufbauen kannst und wieder aktiver auf der Karte spielen kannst. Ja, das ist natürlich, wie gesagt, jederzeit möglich. Jankos hat sich sein Flash halt immer noch aufgehoben, einfach weil man Bots halt von geflasht hat. Miki hat seinen Flash wieder zur Verfügung. Und ich meine, Jarvan mit Flash ist halt immer gefährlich, weil er plötzlich so viel Distanz überbrücken kann. Ja. Also das macht den Engage so stark. Ja, auch der Flash-Knock-Up ist natürlich auf dem Niveau ein Klacks für viele Jungler. Dagegen kannst du dich eben auch nicht wehren. Da musst du präventiv flashen. Das will man ja vermeiden. Ist unterwegs, aber Jankos ist schon wieder da. Sie engagen jetzt. Ah, er sichert hier ab, ist nicht gesehen worden, aber Xmidi zieht sich hier trotzdem zurück, einfach weil man hier die Möglichkeit nicht mehr sieht. Und sie wissen jetzt, dass Jankos da ist, gerade durch die Pflanze aufgedeckt worden. Müssen aufpassen, Dive wäre zu riskant gegen den Tahm-Kench. Oh! Aber jetzt geht's drauf und da ist Perks mit dem nächsten Kill. 3-0 Perks! Also ich weiß ja nicht, die Lane ist schon fast durch. Ja, muss nicht diven, wenn du Gegner schon vorher tötest. Ja. Impact hat zwar auch nochmal geultet, aber wirklich geholfen hat das hier überhaupt nicht. Also, Miki hält sich hier sein Flash auf Cooldown immer wieder für die Engages. Man sieht, hier ist immer noch Smitty am Start, aber im 3 gegen 2 hat er da natürlich auch nichts zu suchen. Ja, Morgana rotiert. Dadurch ist der Drache jetzt auf free. Wie gesagt, Jensen muss man hier noch ein bisschen im Auge behalten. Er hat jetzt hier auch einen soliden Farmwert, dadurch, dass er die ganze Zeit in der Mitte verbleiben kann. Auch erfahrungstechnisch sollte er etwa ein halbes Level vorne sein, ist sogar gerade Level Head. Aber jetzt sehen wir nochmal diese ganze Szene. Richtig gut gespielt. Am Anfang ein bisschen hier Perks gecatcht, aber merkt auch dieser Flash-Engage von Miki. Dagegen kannst du nichts machen. Jankos haut auch nochmal ein bisschen Tech-Speed und Auto-Tech raus. Oh, es geht direkt weiter! Die Party geht weiter! Double Kill für Perks! Ja, wie gesagt, die Lane kannst du in den Sack stopfen und einmal aus dem Fenster schmeißen. Das Ding auf der Botlane ist durch. Jetzt gibt's nochmal gratis Platings dazu. Und Team Liquid muss sich hier was überlegen. Wie kann man dagegen vorgehen? Du hast noch die Ultimate von Impact. Du hast noch den Skarner. Vielleicht musst du Midlane-Prio aufbauen und versuchen, zu viel diese Botzeit zu bestrafen und anderswo Ressourcen aufgeben. Sonst wird das Ding gnadenlos durchgesnowballt werden von G2 in den nächsten Minuten. 5-0-1 Perks und das in der 12. Minute. Ja, der hat sein erstes Item fertig, der hat jetzt auch keine Mana-Probleme mehr, der wird jetzt konstant reinpushen. Das heißt, die Drachenkontrolle ist jetzt auch da, der nächste Drache ist ein Bergdrache, das ist ein Schmänkerle. Guck dir mal eine Goldvorteile, das haben sie selber engaged. Wow. So, und da ist Jankos da, denkt sich, geil, Knockout tot.
Was machen Corey JJ? Spielen wie Aquarium Lea und jetzt hier Wanda. Wieder gegen Impact, wieder der Flash. Ja, es erinnert an die Situation gerade eben. Jacobs hat immer noch Flash, könnte immer noch hinterher kommen. Ja, aber braucht er nicht. Also er ist auch immer zum richtigen Zeitpunkt da. Xmitty kann aktuell nichts machen. Javon hat hier 7 Assists bereits. Eine 100%ige Kill-Beteiligung. Das ist einfach Jungling auf höchstem Niveau. Die Platings fallen auch langsam. Man merkt, Topside 3 Platings, Botside 2 Platings. Nur in der Mitte hat man selber eins aufgegeben. Richtig gut. So, Harold. Jetzt holt man sich nochmal den Harold Smithy. Ja, wer soll das verteidigen? Niemand! Ah, Jensen kommt mit dazu. Harold ist schon weg. Man kann es theoretisch fighten. Die wollt ihr das da wirklich fighten? Ah. Jankos, wie gesagt, hat noch Flash. Wanda ist da. Aber der Harold kann nicht eingesammelt werden. Bitter. Boah, der hält ja noch ein bisschen. Noch wackelt er nicht. Zur Not. Wie geht er hin? Nee, du wirst ihn aufgeben. Du hast jetzt die Untersituation. Caps hat aktuell keinen Teleport zur Verfügung, dafür, bekommt aber Platings. Da wollte ich gerade sagen, dafür pusht er gerade die Botzeit. Guck mal, wie viel Zeit Team Liquid jetzt braucht, einfach nur, damit sie da stehen. Ja, und das verliert sie natürlich auch Zeit. Das haben wir auch nicht vergessen. GP holt nochmal zum Wave Gear. Sind trotzdem 2 Platings für Caps. Boah, wie lange dieses Auge da auch ist. Ja, und sie müssen da halt rumtanzen. Ja. Sie haben keine andere Möglichkeit. Aber finde ich gut, dass sie es hier nicht auf Risiko spielen, G2, sondern sehr, sehr kontrolliert. Dass die Shockwave Perks gut gedodged. Ja, der Schaden kam noch durch, ist Perks hier. Aber egal. Backfall von Double Lift auch nochmal abgebrochen. Also merkt ganz klar, G2 hat die Hosen an, sind hier 5.500 Gold aktuell vorne, Minute 14. Und das schreit hier. Auch inzwischen nach dem ersten Turm Goldvorteil nochmal ausbauen. Und man muss sagen, die Power Spikes sind auch da. Jeder hat hier sein erstes Item fertig. Ja, ich meine, Perks hat 2.300 Gold Vorsprung gegenüber Doublelift. Das ist halt fast ein Item. Ja, da kommt man, glaube ich, auch noch ein Plating, oder? Nee, okay, muss ich zurückziehen. Schade. X-Mitty muss man schon noch respektieren. Ja, QSS ist nicht da. Vor allem, er hat ja Flash Ult zur Verfügung. Nichtsdestotrotz, du weißt halt nicht, wo Jankos ist. Da zu engagen wäre schwierig geworden. Wanda pusht die Top-Lane. Jankos kommt mit dazu. Oh, Impact. Du armer Dude. Oh, da kommt die Ultimate direkt drauf. Da wird Alex zur Stelle mit seiner Ultimate. Call JJ zur Stelle und da kriegst du Wanda. Jankos kann sich allerdings nochmal rausziehen. Das war dann vielleicht etwas zu viel des Guten und jetzt hat auch Jankos flashen müssen. Ja. Also da die Rotation für Team Liquid gerade noch rechtzeitig, sonst wäre es das hier mit Impact gewesen. Ja. Man merkt einfach auch, Impact ist ein kleiner Überlebenskünstler, auch wenn er 0-2 steht, hat hier schon viele gefährliche Situationen überleben können. Ein Plating hat man immer nochmal bekommen, also 160 Gold zu einem Kill. Nicht optimal, aber ist immer noch okay. Und jetzt will man eben natürlich rotieren, um auch den nächsten T1-Tor auf der Topside zu bekommen. Kann man die Sidelanes noch mehr reindrücken und im Endeffekt dann auch bald die Mitte nehmen. Ja. 7-1 steht es, da haben wir ja in Deutschland besonders gute Erinnerungen dran und wenn ihr jetzt mit G2, das europäische Team, die Tradition fortsetzt, sicherlich nicht verkehrt. So, und hier, ja, beide Ulten, aber Doublelift, Flash-Ult für ihn, hält unter Turm und Impact. Wie knapp bitte war das denn? Aber wir sehen es, niemand kann aktuell Perks und Mickey X überhaupt gleich kommen. Niemand schafft es, diese Lane zu verteidigen, wo sie stehen. Dass man sie jetzt auf der Topseite für den Turm, verstehe ich. Man sollte allerdings noch versuchen, diesen Bergdrachen zu bekommen oder einen T2-Turm. X-Mitty auch gerade Topside. Insofern kann man jetzt eigentlich gemütlich runter rotieren und dann diesen Bergdrachen auch noch nehmen, um noch mehr Druck an den Objekten zu haben. 6.500 Gold inzwischen nochmal ein bisschen ausgebaut, den Lead. Und Team Liquid kann eigentlich nur auf Fehler hoffen, weil, wie gesagt, sie haben mit GP und Ori kein schlechtes Scaling, aber 9:1 Platings. Wow. Das ist immens. Ja, also ich glaube, das Ganze spricht hier für sich. Und jetzt, da will er nochmal rein mit dem Lockup. Caps ist zur Stelle. Der Root sitzt. Smitty ist down. Und Perks, der hat Hunger, der hat Lust, der will noch. Aber Jensen, Shutdown. Der kriegt 1000 Shutdown Gold. Da hat sich Perks ein bisschen verkalkuliert, den Damage von Jensen unterschätzt. Aber weiter geht's. Impact soll auch nochmal dran glauben. Call JJ zur Stelle, der Heal. Und jetzt kommt der Rest des Teams mit dazu. Und da holt man sich Impact auch nochmal dazu. Gibt's den Call JJ. Kleiner Nachtisch für die Jungs von G2. Es ist ein kleines All-You-Can-Eat-Buffet. 11:2, der T1-Turm auf der Topside wird genommen. Du wirst dafür allerdings den Midlane-Turm sowie den Drachen verlieren. Also auch hier immer ein Crossmap-Play von Team Liquid versucht, aber es reicht bei weitem nicht. So, jetzt holt man sich noch diesen schönen Bergdrachen mit dazu und
sehen hier, wie es passiert ist. Keine Vision auf das Raptoren-Camp. Und dann sagt er natürlich, Flash, Ult, Knock-Up. Und Caps sofort natürlich mit dem Q hinterher. Damit kommt Smitty hier nicht mehr raus. Sehen die Jets kaum Mana der Root. Perks Flash halt nochmal ran, aber ja. Aber Jensen jetzt auch, beides haben wir das Bells verloren. Drache, wie gesagt, erlegt und auch hier ist dann da einfach ein Catch mehr. Core JJ jetzt hier einfach zurückziehen müssen. Klar, Impact überlebt lange, aber dadurch sterben im Endeffekt nur beide. Ist unnötig, weil der Pirat kommt hier einfach nicht mehr raus. Naja. Jetzt geht's natürlich weiter. Oh, der Midlane-Turm hat sogar noch überlebt, die Szene gerade. Ja gut, aber der ist schon abgeschrieben von der Steuer. Ja. Gerade Caps hat jetzt zwei Items fertig, jetzt dann nochmal die Geister zur Verfügung, um den Slow rauszuhauen. Vor allem für X-Mitty mega unangenehm, weil er kommt, wie gesagt, nicht ran, außer mit einem Flash. Du hast keinen anderen All-In, außer den Ori-Ball, aber auch den kann man hier respektieren, den siehst du ja vorher. Also, ganz schwierig für Team Liquid überhaupt hier mal jetzt für einen Catch zu gehen. Sie wollen fürs Mid-Game gehen und dann später fürs Late-Game über Impact und Jensen, aber aktuell sieht es nicht danach aus. Und man muss sagen, auch G2 scaled hier nicht schlechter. Die lieben lange Teamfights über einen Swain, über eine Xayah und Morgana. Ja gerade natürlich Xayah und Swain. Ja, Q trifft hier nicht. Jensen kommt mit dazu. Man hat diesen Slow-Build eben von Caps am Start. Und jetzt Perks gegen Doublelift. Zwei Items gegen eins. Da weißt du, wer gerade besser böllert. Ja. Der nächste Drache wird leider ein Wolkendrache. Aber man nimmt natürlich jeden Drake hier vermutlich an. Nächster Teleport hier von Perks, um das Tempo hochzuhalten. Wanda steht im Ward, das weiß er nicht. Jetzt weiß er es. Wenn er hingeguckt hat. Ja, das sollte man schon mitbekommen. Ja, den Midlane-Turm kann man hier nicht verteidigen. Die Map damit geöffnet. Jetzt wieder der Gage von Mickey. Das ist der Kataklysmus. Und reicht es hier für den Kill? Ist die Frage. Goldschädel, ah. Jetzt gibt es die Gangbang. Mit die auch noch aufgefressen. Goldschädel, der Lebensretter. Mit einem Hub sind die alle in seinem Mund. Die Shockwave. Und jetzt geht's weiter. Salon. Jetzt ist er freut. Impact auch nochmal geholt. Double Kill erneut für Perks. Und das sollte der Turm sein. Man sieht hier nochmal den Backboard. Das ist der kann Innet. Es nicht abbrechen. Aber man pusht hier direkt weiter durch die Mitte. G2, was ein dickes Ausrufezeichen. EU-Größe NA, zumindest in diesem Spiel. Wow, okay, man gibt sich mit dem T3-Turm zufrieden, aber was für ein bockstarker Teamfight hier gerade. Also da freue ich mich aufs Replay. Man hatte auf der Seite von Team Liquid anfangs noch Möglichkeiten, es haben alle überlebt. Das Problem ist, die Double Lift Ultimate ging am Ende, als er das kommt ins Leere. Hast du eigentlich schon eine Skarner Ultimate gesehen in diesem Spiel? Er kommt hier nicht ran. Was soll er denn machen? Stachel. Ja. Du kennst das Problem. Wow. Weiter geht's also nochmal mit diesem Replay hier. Und dann dieser Engage immer wieder von Mickey, der einfach ein grandioses Spiel macht. Der Kataklysmus und Cold Jet hier wirklich Lebensretter sondergleichen. Dieser Schaden auch von Wanda hier aktuell. Vier Leute kleingauen und jetzt hier auf die Ultimate achten, die geht leider ins Leere. Sonst hätte man diesen Turm vielleicht verteidigen können. Die Shockwave saß nämlich hier nicht schlecht. Aber im Endeffekt reicht das alles nicht aus. Man hat keinen Schaden, man hat nur ein bisschen Utility. Da wird man einfach weggedarkt. Wieder Double Kill hier für Perks und der steht inzwischen 7-1. Tja, da haben wir wieder das 7-1. Hier nochmal der Damage. Und so ein Swain, der geht immer so ein bisschen unter, weil der nicht so ein Burst hat im ersten Moment, sondern der steht halt drin, hat die Ultimate gezündet und voila, da haben wir Damage. Vision hier wird jetzt auch geklärt. Man hat einen Bergdrachen, man ist 9000 Gold vorne. Dieser Baron ist theoretisch Formsache. Sie müssen ihn aber nicht machen, weil hier, wie gesagt, wäre nochmal eine Möglichkeit, das Game wegzuwerfen. 14-2 ist quasi 7-1. Ja, Und Perk steht auch 7-1. Zufall? Ich glaube nicht. So, jetzt geht's gegen den Baron und Team Liquid. Die haben hier die Buchse voll. Ja, da gibt's hier nochmal schön Caps. Für die Galerie. Erstmal hier. Ach, das sieht doch gut aus, Junge. Ja. Der will doch einfach nur zeigen, was Boom, er hat. Baron, das war's. Also mit dem Baron sollte man jetzt mindestens die letzten zwei T2-Türme, wenn nicht sogar das Game, finishen können. Ich denke, sie werden es aus Nummer sicher machen. Und jetzt über die Sideline spielen, T2-Turm nehmen, noch eine Side-T3-Turm versuchen zu bekommen und dann diesen schleichenden Tod auszuführen, indem man einfach die Super-Vasallen hat. Ja, damit das Sovereign das passiert natürlich, wenn du dir die aktiven Items falsch angeordnet hast. Ja. Weil er hat ja auch, er hatte drei, jetzt ist eine kaputt, vielleicht will er auch einfach nur eine neue Uhr. Wanda hat gerade mal ein Item fertig und zwei halbe. Und der one-shottet schon fast das ganze Team von Team Liquid. Was ist denn das? Ja,
Ja, guck mal, wie weit die vorne sind im Gold. Also das ist wirklich, die rollen da drüber. Halber Turm schon weg. Ja, nur Botlane denkt sich Impact, ja, dann hole ich mir wenigstens auch mal einen Turm. Er hat Ulti. Er hat Teleport, man will goldtechnisch wie gesagt rankommen, aber du wirst es nicht verteidigen können. Ich meine, es ist halt also wirklich das Beste, was er gerade machen kann. Ja, klar, du musst ja irgendwie Gold bekommen, aber es sind immer noch 12.000. Ja, stimmt gar nicht, 10.000. Er pusht sogar nochmal weiter jetzt an den Tier-2-Turm, das kostet aber den Inhib und ich meine, es ist halt die Baron-Belagerung. Die Geister, jetzt nochmal der Slowdorf Binding trifft. Die Shockwave, aber jetzt wollen sie fighten, da ist die Gangbang Ultimate mit am Start, alle Mann gelootet, Wanda jagt mit ihr davon, der Turm ist down, Impact kommt hier überhaupt nicht ran, Mickey auch nochmal in der Stop und schon dabei, Wanda mittendrin stand nur dabei, die platzt sie alle nochmal weg, Double Kill. Ja, und was machst du jetzt? Da schaust du zu, die Basis liegt hier in Trümmern. Zwei Mann down, G2 hat zwar einiges an Lebenspunkten verloren, nehmen sich aber die Türme, nehmen sich den nächsten Inhib und jetzt geht's sogar schon gegen den Nexus-Turm. Smitty hier, der sucht hier ein Ziel, seine Ultimate ist auf Cooldown, Jankos schafft raus. Das heißt, er hat geultet. Oh lol, Caps durch den Turret down. Ja, ist nicht weiter wild. Zwei Inhibs bekommen. Oh, Flashing Rage nochmal, die wollen es jetzt wirklich wissen. Die nehmen direkt nochmal den nächsten mit. X-Smitty auch down. X-Smitty, Double Kill erneut von Perks. Ich weiß gar nicht, wie viel der Double Kill das in diesem Spiel ist. 3600 Gold Baron Powerplay, jetzt geht's aber Base. Ja, und die haben hier nur noch zwei Türme stehen und davon ist nur noch einer der Nexus-Turm. Also was soll mein Team Liquid jetzt noch raten? Vielleicht eine Runde beten, Stoßgebet, aber alles andere sollte hier nicht mehr helfen. 12.000, 13.000 knapp. Also, das wird G2 einfach noch runterspielen mit einer super starken Forschung. Hier sehen wir auch nochmal den Teamfight. Die Shockwave on point, aber ihm fehlt der Schaden. Der Golden Floor Unterschied einfach viel zu groß. Und sie diven es einfach konsequent jedes Mal. Die Türme existieren für G2 nicht. Und jetzt einmal kurz auf Wanda gleich achten, wie er sich jetzt heranschleicht und mitten innerhalb von drei Leuten steht. Man hat da Glück, dass es nur ein Double Kill ist. Also wenn du das Schleichen nennst, dann weiß ich auch nicht. Also da kommt er mit ziemlich groß ausgebreiteten Flügeln einfach von unten dazu. Aber hey, mein Gott. Ja, macht da einen auf Drax, du siehst mich nicht, ich bewege mich so langsam. Wir haben jetzt 17.000 Gold insgesamt von Wanda in diesem Spiel. Also ja, auch der Schaden hier, wir sehen es gerade hier nochmal im Graphen, im ganzen Game 17.000, du hast es gesagt. Ja, da kann er sich bedanken, das ist kein Wunder, dass er hier Impact hat. Katsching! Könnten wir eine schlechte Wortwitzkasse einführen? Boah, ich wäre arm. Könnte ich direkt mein ganzes Gehalt überweisen. Jetzt haben wir hier nochmal G2 im Push, die letzten Sekunden des Baron Buffs. Und X-Milti, der Skorpion, der ist allein. Oh, er ultet! So, zack, da gibt's hier auch nochmal die Ultimate von Jankos und rein geht's wieder für Mickey, der charmt hier alle durch und der Rest räumt nur noch auf. Schau dir an, wie low sie sind. Wanda geht da einfach komplett durch und das ist hier das 1-0 für EU. Ein dickes, dickes Ausrufezeichen. Was ein Statement hier. Mehr als ein Statement. Das war eine richtige Klatsche mit einem Elektroschocker von G2 und Team Liquid muss sich davon erstmal erholen. Eieiei, das tut weh. Ja, da direkt mal die Klatschpappen rausgeholt. Ja. Also wenn das so weitergeht, wird es doch ein schneller Tag, Mori. Ja, wer weiß, ne? Also ich sag mal so, ich habe heute gebietet, dass der Fluch enden möge und ich meine, Hauptsache G2 gewinnt das Ding. So, der Rest ist mir doch egal, aber das sieht sehr, sehr gut aus. Und ich meine, hands up, wir wollen doch alle weiterhin das Meme am Leben erhalten. Ja, EU größer NA, also alles andere als ein Sieg für EU heute steht gar nicht zur Diskussion, oder? Man muss sagen, ja, auf jeden Fall. Also für Team Liquid ging hier alles in die Hose, was hätte schieflaufen können. Die Botlane, die dir das Early Game Midgame überbrücken sollte, hat überhaupt nicht funktioniert. Double Kill nach ein paar Minuten. Damit ist die erste Win Condition flöten gegangen und dann ist halt auch jede andere Lane behind gerannt. Also gerade Jankos muss man nochmal loben, wie er wirklich auf jeder Lane Präsenz gezeigt, außer die Mitte, aber Morgana ist eben fein, das ist egal. Die hast du quasi verkauft als Utility Monster und das hat funktioniert. Auch immer wieder die Teleports on zack, Botzeit gesetzt, Xayah nach ein paar Minuten 4-0 und dann ist die Botzeit durch. Da kannst du nichts mehr machen. Ja, es ist halt auch, sagen wir mal, ein bisschen misskommunikativ gelaufen. Team Liquid. Wie gesagt, also Dumbledore back, Smitty geht einfach 500 Kilometer nach vorne und dann, also ich meine, größer kannst du die Einladung nicht schreiben. Ja. Ja, das war wirklich Geschenkpapier drum auch, und noch. Aber auch selbst diese Szene, extrem dominant und gut gespielt von G2, weil da der Warchant, sie haben genau den Zeitpunkt abgewartet, erst der Backport durchgegangen ist und dann sind sie wieder nach vorne. Also du dachtest nämlich, okay, G2 hat sich auch zurückgezogen, man kann das Ganze noch ein bisschen rausnehmen da auf der Botzeit, aber konntest du nicht. Die waren noch da. Also zwei Dinge für mich auch absolut stark von G2.
Oder eigentlich kann man fast sagen drei Dinge. Zum einen der Engage, ja, von Mickey und von Jankos, beide immer wieder brachial reingegangen, besonders natürlich Mickey, also der hat wirklich einen Zucker-Game gemacht, wodurch dann automatisch Perks ein verdammt gutes Spiel hatte, durchgefeedet war und einfach nur noch rechtsklicken musste in diesem Spiel. Und Wanda für mich auch extrem stark, der Swain-Pick hat sich mehr als nur ausgezahlt. Hier sehen wir es mal, und was ist das denn? Also, da ist doch, du gehst da mit der Ultimate rein und sie waren durchzitziert. Also es ist, ich meine, in welcher Welt hätte das denn geklappt? Da steht Jankos daneben, der braucht ja nur noch runterziehen, 21, 23, Knock-up und dann weißt du, du hast das Ding. Und also das war wirklich, da kannst du from NA with love hier direkt Schenkpapier drum, Dankeschön. 1000 Volt Shutdown. War der einzige Spieler, der in dem Spiel was machen konnte, gefühlt. Immer wieder auch mit hervorragenden Shockwaves da gewesen. Aber ihm fehlte die Zeit, um auch wirklich diesen Impact von Impact zu übernehmen. Ja. Jetzt haben wir hier nochmal das Replay mit dem Dive hier. Ja, im Anschluss gab es dann den Turm. Wir sehen hier direkt die Szene. Ja, also sehr wenig Möglichkeiten. Da warst du schon 6000 Gold vorne, gerade Perks, unglaublich gefeedet. Da hast du zu dem Zeitpunkt schon 2,5, 3 Items gehabt. Du hast keine Möglichkeit mehr. Du hast nicht die Zeit, das Midgame zu überbrücken über die Varus. Und auch hier mit der Ultimate. Wenn die trifft, vielleicht kannst du nochmal was machen, gerade wenn so eine Shockwave danach noch folgt. Aber jetzt sind alle Ultis draußen, das weiß G2. Dadurch können sie einfach reingehen. Und das haben sie auch mehr als souverän gemacht. Also ich fand, ihr Zeitmanagement war das krasseste, was ich bisher in diesem Turnier gesehen habe. Es war taktisch sehr, sehr stark. Auch wenn Jensen so ein bisschen der Lichtblick bei Team Liquid war, immer wieder mit den Shockwaves, sind sie dann doch nicht zum Problem geworden. Einfach weil G2 viel zu weit vorne war. Und da muss man sagen, auch makrotechnisch auf einem ganz hohen Niveau. Ja, da sehen wir da wieder dein Sneak Attack. Aber ja, es ist wirklich, die Rotationen von G2 waren die besseren, die Kommunikation war besser, die Gangs liefen besser, das Early Game. Den man hier auch nicht vergessen hat, ist Wanda. Also klar, die Botlane kam in Führung, aber auch der Swain hat alleine die Topside gewonnen, hat dann den Gank bekommen zum richtigen Zeitpunkt, um den Kill zu bekommen. Und ab dann ist er komplett ausgerastet. Er hat ja gefühlt in diesen letzten Teamfights immer zwei Leute gesolot. Ja, also ich glaube nicht, dass sie nochmal so ein Gangplank leichtfertig auf der Toplane picken werden, denn da ist dann Swain zu einfach das Spiel für ihn. Wir sehen entsprechend entspannte Gesichter. Ja. Es war auch ein entspanntes Spiel für sie. Gute Aufwärmübung. Wann kommt der richtige Gegner? Ja, wie Cap so schön meint auf Twitter, naja, wir zeigen mal, dass Team Liquid kein Platin-Team ist, sondern ein Diamant-Team. Ist auch ein Statement. Don't go for me, maybe? I'm fine. I have TP. Then. They are kind of zoned out if you push fast. Yeah, I'm pushing mid again. They are kind of zoned out still, okay? I'm hitting. Yeah, that's just how soon. I have ult in four. We get it. I could even just flash in to just force them. Look, Skarner. I ult. I ulted before Skarner ult. No. Look here. I'm on Rares. Hourglass. Arena's ult. Arena still has ult. Everyone is that. Everyone is fucking, it's a Wait, murder. Wait, Tam Kench is worth 100 gold, he's 0-7-0. It's just a Tam Kench performance. That's true. Yeah, blind pick Tam Kench. Close. Well, I died one time to turret, so. Good job, guys. Fucking a nice game. Dieser Trash Talk. Ja, ich meine, das merkst du auch, wie entspannt das Ganze läuft. Und ja, damit ist man diesem Schmuckstück einen Schritt näher gerückt. Und ja, also es war einfach ein wunderschönes Spiel von G2. Ich weiß nicht, sehen wir noch den Damage-Graphen? Ja, das wird sich noch herausstellen. Ja. Ansonsten könnt ihr euch auf ein wunderschönes Finale, zumindest aus europäischer Sicht, freuen und euch auch nochmal eindecken. Ja, ich weiß nicht, ob ihr gerade aufgestanden seid, am Frühstücken seid. Ja, könnt ihr auch gerne uns nochmal schreiben auf Hashtag MSIGEA. Ja, unser Twitter-Hashtag, und auch so gerne mal immer wieder im Twitch-Chat drauf achten, denn wir haben Emotes, die wir verraffeln. Diese Alistair-Emotes wurde mir zumindest gesagt. Das heißt, es gibt ja auch immer wieder im Twitch-Chat was zu erleben. Jetzt haben wir den Damage-Graphen und werden den natürlich nochmal einblenden sehen. Wie du schon gesagt hast, Wanda, der hier die Skala sprengt. Beast, ja. Trotzdem, du hast ihn ja erst später in den Fights dazugeholt. Davor hast du alle Türme, alle Drachen über Perks und eben Mickey X generieren können. Aber auch das Timing von Jankos. Also ich komme aus meiner Lobhudelerei gar nicht mehr raus. Team Liquid muss viel anders machen. Richtig, ja. 24 Minuten ist auf jeden Fall zügig. Ganz so lange wird die Pause jetzt nicht sein. Ja, die wird nämlich deutlich schneller vonstatten gehen. Und
Es bleibt aber trotzdem nochmal genug Zeit, zum Kühlschrank zu gehen, solltet ihr Bedarf haben. In dem Sinne sehen wir uns gleich wieder mit Spiel Nummer 2 in G2 gegen Team Liquid. Bis gleich.
Und damit sind wir wieder zurück, Spiel Nummer 2. Ich hoffe, ihr seid genauso ready, wie wir es sind. Das erste Spiel war ein sehr eindeutiges. Ja. Als neutraler Zuschauer könnte man jetzt sagen, ich wünsche mir knappere Spiele. Als Fan von Europa, von G2, müsste man eigentlich sagen, weiter so, Jungs. Ja, ich denke auch. Also Team Liquid hat, denke ich, bessere Chancen. Das Hauptproblem war für mich, dass einfach diese Bot-Side, Win-Condition von ihm im Early-Mid-Game komplett flöten gegangen ist. Wenn sie da das anders spielen, selber vielleicht in Führung kommen oder zumindest even halten, kann das ganze Spiel sich anders gestalten. Und trotzdem, es gibt auch so ein paar Punkte, wo ich mich frage, warum nicht eine Rek'Sai picken, wenn sie offen ist, statt diesen direkten Skarner, weil gerade X-Mitte jemand ist, der in diesem Vergleich deutlich öfter für das First Blood geht und aggressiver spielt. Ja, wir gehen auch direkt rein in die Pick- und Bann-Phase. Ich muss auch sagen, ja, der Skarner-Pick, gebe ich recht, der hatte eigentlich keinerlei Einfluss auf das Spiel. Also da haben wir keine wirklich gute Ultimate gesehen, die irgendwas erzwungen hätte. Generell, der Jarvan-Pick war gut gegen den Skarner, aber selbst wenn er wen trifft, wo soll er denn hin, wenn er eingesperrt ist? Ja, und auch Gangplank, der kann ja eine ganze LKW-Ladung an Orangen dabei haben, aber durch den Kataklysmus kommt er damit trotzdem nicht. Wir sind dann alle Matsch, Orangensaft. Ja, eben. Und von daher war dieser Pick sehr, sehr gut dazu. Immobile Champions wie Orianna, all das spielt dann einem G2 sehr in die Karten. Ja, auf jeden Fall. So, die Bannen sind ähnlich wie gerade. Garle wieder draußen, Zeric wieder draußen, Jace und jetzt auch das Blaumännchen. Also wir sehen halt wirklich immer die gleichen. Akali wäre noch eine Möglichkeit. Team Liquid wieder auf der blauen Seite. Man kann ja immer im Wechsel quasi sich für eine Seite entscheiden. Also will man das Ganze einfach nochmal machen. Rakan diesmal gebannt. Also hier adaptiert man direkt. Da geht man nicht nochmal. Trotzdem schwierig. Also ich glaube, gerade gegen Perks und Mickey X rauszubannen, ich verstehe, dass man es rausnimmt, aber es gibt so viele Möglichkeiten. Ja, wie gesagt, also da der Respektbann gegen Mickey und G2 bannt Jarvan selber. Akali bleibt dadurch offen. Ja, wenn sie jetzt aber, okay, sie haben den Powerpick Akali, G2 kann jetzt aber countern, indem sie Rek'Sai bekommen können oder und noch einen zweiten Powerpick ihrer Wahl, Sidus zum Beispiel. Ja, sehr starker Pick auch, wie wir immer wieder feststellen. Dazu der Varus, also dann stibitzen sie sich diesmal diesen bei diesem Turnier sehr contesteten Pick. Ja, ich hätte mich tatsächlich sehr über eine Rek'Sai gefreut, dadurch, dass Jarvan gebannt ist. Du hast natürlich noch mehr Jungler, also Jankos spielt ja natürlich auch einen Olaf und noch viele, viele andere Kartus zum Beispiel. Aber sie sind jetzt auf den Tahm-Kench angewiesen und soll Team Liquid jetzt selber Tahm-Kench Ezreal zum Beispiel spielen wollen, hätte man hier ein großes Problem. Ja, sie spielen gerade mit dem Gedanken, Braum zu nehmen. Es wird auch ein Braum, ja, noch wieder erneut eine gute Ultimate für Sylas. Ja, ist fein. Also dadurch bekommt man sicher den Tahm-Kench, sofern man den jetzt auch gleich picken wird auf die Seite von G2. Jetzt würde sich es noch anbieten, AD Carry oder wie gesagt Rek'Sai zu picken. Sie ist noch offen und ist gerade ja die potenteste Junglerin, die noch zur Verfügung steht. Oh. Ash. Oh, das ist mutig. Haben wir gestern auch schon gesehen. Damit selber nochmal ein Engage mit drin. Die Rek'Sai, wie von dir schon predicted für G2. Also Ash, Braum haben wir schon gesehen, funktioniert. Bietet eben diesen guten Long-Range-Engage. Das Problem dabei ist eben, dass eine Ashe auch sehr immobil ist und sich halt oder nicht so viele Möglichkeiten hat, sich da selber zu peelen. Insofern hier Ansatzpunkte gerade für eine Rek'Sai. Ja, ich sehe niemanden, der die Ashe beschützen soll. Klar, du hast noch eine Akali und man sollte bei Team Liquid auf jeden Fall jetzt selber diesen Tahm-Kench rausbannen, weil sonst kann man diesen Varus eben selber peelen. Man selber hat keine Möglichkeit, dagegen vorzugehen. Ja, und natürlich bei Ashe, Ashe ist eigentlich immer so mein Lieblingsbeispiel für, wie die Sylas Ultimate funktioniert, ja, weil er kriegt ja quasi die Skalierung für sich umgerechnet für auf AP und so ein AP Ash Arrow, da kommst du dir dann wirklich vor wie Legolas, du schießt den Pfeil, ja, und der Gegner kippt auch gut und gerne mal um, weil das Ding so viel Damage macht. Lee Sin jetzt noch gebannt, macht eben Sinn, man selber hat den Jungler ja schon. Und ich würde mich jetzt sehr über den Tahm-Kench-Bann freuen, sofern man jetzt hier Team Liquid ist. Außer du willst die G2 da rein baiten. Problem ist, Varus Tahm-Kench ist eigentlich eine sehr gute Lane, weil der Tahm-Kench eben nicht nur peelen kann, sondern auch noch das ganze Makro unterstützt. Wobei ich sagen muss, ich finde jetzt den Morgana-Bann natürlich wichtiger und Nico wird auch gebannt. Denn Morgana mit dem Black Shield kann halt da Ashe und Braum ganz, ganz schnell einen Strick durch die Rechnung machen. Das finde ich auch gut. Das würde die ganze Sache nochmal aggressiver machen, aber mit der Lanterne, mit dem Flay, hast du ebenfalls Peer-Möglichkeiten, um gegen Akali vorzugehen. Wäre aber eben nicht ganz so defensiv wie der Tahm-Kench.
Jetzt haben wir Thresh. Nice. Cool. Finde ich verdammt stark. Ich glaube, das erste oder zweite Mal, dass wir ihn überhaupt erst sehen. Ich finde, das Gute an ihm ist halt, dass er diese Immobilität von Varus ausgleicht. Ja. Und zusätzlich natürlich immer wieder das Pick-Potenzial liefert. Oh, Cannon natürlich auch offen gewesen, ist der Pick der Wahl aktuell für Impact, wenn er den GP nicht spielen möchte. Hat sehr viel Impact auch generell im MSI gehabt, gerade durch die Teamfights im 1-4. Und Impact hat auch sehr oft Cannon gehabt. Ja. Ah, der Olaf noch, der ist eben offen. Ja, diesmal hast du keinen Jarvan, der ihn da blocken kann. Und Olaf ist halt so ein Champion, der das Early Game mitgehen kann, auch im Duell mitgehen kann. Ja. Also da ist quasi eine schwächere Rex-Seite, wenn man so möchte. Oh, Pike! Da ist wieder er! Wieder für die Top-Lane! Ich drehe am Rad Wanda schon wieder mit dem Pike. Geil. Also es hat gestern sehr gut geklappt. Wir haben 5-0 Wanda gesehen und damit auch der Sieg im finalen Spiel gegen SKT. Das hat also funktioniert. Ja. Und das mehr als gut. Also damit Team Liquid wieder so ein bisschen überrumpelt möglicherweise. Bin da wirklich sehr gespannt. Also ich sehe den G2-Draft vorne. Einziges Problem könnte Jensen mit Akali sein. Generell Jensen wahrscheinlich der konstanteste Spieler bei Team Liquid und immer mit der gefährlichste. Wenn man es schafft, ihn zu kontrollieren, sehe ich G2 hier mit den Drafts vorne. Zum einen natürlich mit Pike, der sehr ungewöhnliche und sehr Snowball-lastige Pick auf der Top-Lane. Sie haben die bessere Bot-Lane in meinen Augen. Varus da in der Prio über Naesh. Und Rek'Sai, wie gesagt, also Rek'Sai ist ein besserer Olaf, wenn man so möchte. Denn sie funktionieren ähnlich. Beide Early Game stark. Beide können früh auch auf Objekte gehen. Der Unterschied ist halt, Rek'Sai hat nochmal einen Knock-Up mit dabei und besseres Gank-Pathing durch die Tunnel eben, die gar nicht mal so einen hohen Cooldown haben. All das macht es halt sehr, sehr schwierig. Ja, sie ist generell auch noch mobiler natürlich mit der Ultimate, mit dem Execute. Absolut, richtig. Trotzdem sollte man den Draft hier vom Team Liquid nicht unterschätzen. Das ist gefühlt genau der Draft, der ihnen liegt, den sie auch im Halbfinale bekommen haben. Eben über dieses 1-4. Ich kann mir vorstellen, dass es problematisch wird, gerade weil du noch so ein Powerpick wie Akali gegen dich hast. Da du hast eben kein Time Cash. Du hast die Möglichkeit, über den Thresh ebenfalls zu peelen, aber dein Peel-Verhalten ist nicht gigantisch. Aber man muss doch sagen, wo du das Thema Execute sagst, ja. Rek'Sai Execute, aber der von Pike, der ist natürlich sahnig, gerade im Teamfight, wenn alle low sind. Schauen wir mal, wie das Ganze funktioniert, denn los geht's. Spiel Nummer 2, Team Liquid gegen G2. Und ich hoffe, ihr habt all eure G2-Trikots an. Die Fahnen am Start. Ja, kleiner Early Invade hier. Ich bin mir gar nicht sicher, ob man das gesehen hat. Auch interessant ist natürlich immer das Midlane-Matchup. Jensen gegen Caps. Und in dem Game haben wir das Potenzial, viele Solo-Kills zu sehen. Wie gesagt, Caps, der Solo-Kill-König hier in der MSI. Schon mit etwa 9, ich glaube sogar ein paar mehr Solo-Kills am Start. Ja, man hat sie, also man pinkt hier auf jeden Fall, deswegen vermutet man sie da, sollte aber weniger tragisch sein, denn wobei, Rek'Sai kommt Bot. Will man das Duell nehmen? Wanda ist auch da. Schöner Ward hier auch nochmal. Ja, aber hier sind die Wards, also ich denke nicht, dass da was passieren wird. Also wird Jankos, ja, Jankos startet tatsächlich an seinem Blue Buff. Ja. Dann wird das Ganze im Run, denke ich. Also Olaf kann natürlich sehr gut auch an den Raptoren anfangen mit der Axt. Für ihn kein Problem. Sammelt er die ein, sind die ganz schnell weg. Also er ist vermutlich minimal schneller als ein Rek'Sai am Anfang, aber du hast schon drüber gesprochen, er hat sehr wenig Utility, kann auch wieder nur reinlaufen. In demzufolge läuft er hier Gefahr, einfach weggeburstet zu werden. Ja, man kompensiert das Jankos, indem er halt den Pull bekommt. Dafür allerdings Perks und Mickey ein bisschen später auf der Lane. Das ist immer so ein bisschen der Trade-off. Also sollte G2 es nicht schaffen, hier den Pike ins Spiel zu bringen oder die Varus-Lane, sehe ich hier sehr große Probleme für sie. Skilltechnisch kann ich mir vorstellen, dass es wieder alles funktioniert und sie das Game sehr schnell snowballen. Sie sind extrem snowball-lastig mit einer Rek'Sai, mit einem Pike. Und das Midgame ist auf ihrer Seite, ihr Late-Game aber nicht. Also da ist Team Liquid wieder ein bisschen besser aufgestellt, meiner Meinung nach. Über den Cannon, über die Akali und auch eine Ashe sollte man hier nicht unterschätzen. Ja, das stimmt schon. Du natürlich sehen, in der Midlane sehr viel getradet, was klar ist, wenn beide hier Melee sind. Auf der Botlane hingegen, wie gesagt, zu erwarten, dieser Push von Team Liquid aufgrund der Tatsache, dass Perks und Mickey hier geholfen haben.
Man weiß, dass Xmiddy da ist. Ja, cleart gerade in Ward. Entsprechend steht Caps auch sicher. Ja, und jetzt wird man gerade Botzeit reingepusht. Das ist ganz normal. Eine Ashe, wenn sie ihr Mana investieren möchte, da sehr gut aufgestellt. Und Jankos rotiert jetzt runter, will natürlich noch diese eine Krabbe da bekommen. Ja, gerade wenn er sich die Krabbe da auch nimmt, dann könnte er anschließend zur Botzeit gehen. Aber da ist der Hook. Exhaust gegen Doublelift. Das reicht nicht für die Heal. Oh, Jankos kommt. Jankos kommt jetzt der Heal. Cold JJ gefährlich weit vorne. Flash nochmal mit dem Flare. Und dann jetzt der Kill. Das First Blood geht an Rek'Sai. Man hat kurz überlegt, es abzugeben. Aber Rek'Sai im Early Game, das First Blood zu ihm, ist so viel wert. Xmiddy jetzt schon in der Bedrohlie und ist behind. Ha, und ein Kill auf einer Rek'Sai ist nicht verkehrt. Denn wir haben auch gestern schon gesehen, wie so eine Rek'Sai eskalieren kann, wenn sie denn in den Snowball kommt. Ja. So, erster Gank führt hier zum Erfolg. Man hat auch direkt fast alle Summoners von Team Liquid auf der Botside bekommen. Selber natürlich auch einiges gezogen. Ohne Frage, aber jetzt geht's weiter. Jensen, Xmiddy ist da. Und da muss man aufpassen. Kriegt sogar nochmal den Turmschuss hier ab. Also das ist eben der Vorteil bei Silas, dass er diese Heilung nochmal mit dabei hat. Ein Sustain, wirklich nicht schlecht. Jetzt sehen wir das Ganze nochmal auf der Bot-Side. Am Anfang nicht schlecht, aber jetzt nochmal diesen Hook, diesen wunderschönen Hook. Die Hitbox auf die Ash. Natürlich, aber... Schade, dass man hier keinen Turmschuss mehr rauskriegt. Aber Mickey macht da weiter, wo er aufgehört hat. Er ist ein Tier. Mickey ist einfach ein Tier. Cold JJ jetzt auch in die Mitte rotieren. Mickey ist mit von der Partie. Smitty auch. Hook. Ah, trifft aber nicht. Jetzt nochmal mit der Laterne ran. Und Perks ist mit dabei. Jens allerdings mit dem Kill. Jetzt sollte man den Return Kill holen. Und das ist auch der Fall. Caps holt ihn sich. Beide Mitländer mit einem Kill. Ist fein. Natürlich ein etwas höheres Investment hier von G2, dadurch, dass man Perks ebenfalls in die Mitte abgezogen hat. Dadurch wird man jetzt ein paar Minions verlieren und Doublelift hat einen kleinen, minimalen Vorteil sich erwirtschaften können. Ja, vor allem, dass das Ken-Minion darum geht, ist natürlich ärgerlich. Ja, aber hätte da der Hook getroffen. Ja. Dadurch, dass man sogar zu viel war, hätte man überlegen können, sich diesen Hook noch länger aufzusparen. Einfach, um den Fight so zu nehmen, dadurch, dass der Hook nicht getroffen hat. Aber es ist okay, es ist okay. Man tradet 1:1. Passt schon. Jetzt sehen wir das Ganze auch nochmal. Gegen die Shroud kannst du sehr wenig machen. Eine Rek'Sai funktioniert da noch mit am besten gegen, weil man eben immer die Bewegungen von Akali sehen kann. Und man merkt einfach, man ist nicht tanky, bekommt dann die Maulwürfel und am Ende reicht dann der Schaden. Ja, ärgerlich, dass Mickey da den Hook wirklich auf Max-Range gecastet hat. Wäre ein bisschen geduldiger gewesen, aber wie gesagt, der Junge bisher mit einer sehr starken Performance, da möchte man ungern meckern. Beide Teams auch wieder mit dem Teleport dabei. Mal schauen, wie Wanda auf der Topside diesmal gegen Cannon performen kann. Ist, glaube ich, kein leichtes Matchup für ihn, gerade weil Impact hier einfach Klepto mitnimmt. Jankos muss da aufpassen. Ja, aber er hat einen Tunnel. Der gräbt sich einfach davon. Er wird aber dadurch jetzt die Krabbe verlieren. Er hat keine Prio in der Mitte oder auf der Botside. Und das ist schon mal ganz anders als im ersten Game. Ja, das stimmt schon. Noch ist da allerdings nicht alle Tage Abend. Nachteil natürlich von Olaf, gerade in so einer Situation gegen eine Rek'Sai, dass er kein Hard-CC mitbringt. Ja. Deswegen eben die Rek'Sai da über den Tunnel ganz einfach wegkommt. Ja, es kommt halt wirklich auch so ein bisschen auf Wanda an. Je nachdem, kann er einem 1-4 dazukommen, wird er von Cannon auf der Sidelane gehalten, das wäre sehr unangenehm. Für beide natürlich. Ja, also was wir sehen, auf jeden Fall Impact nicht nur mit deutlich mehr Farm, sondern auch mit deutlich mehr Gold durch Klepto, dadurch auch mehr Sustain. Also man merkt schon, diese Klepto-Variante ist eine sehr gute, wenn du gegen Melee-Champions spielst. Ja. Aber das Spiel hat jetzt nicht so viel Tempo. Also Team Liquid hier minimal vorne. Einfach auch durch den Jungle bedingt, durch kleinere Farmwerte auch auf der Top-Lane. Durch Klepto, du hast angesprochen. Aber alles noch im grünen Bereich. Der erste Rassen Bergdrache. Ich kann mir vorstellen, dass wir da so den ersten kleineren Fight sehen könnten. Level 6 demnächst auch erreicht. Und sobald hier auch die Botzeit Level 6 erreicht hat, kann es theoretisch auch losgehen. Ich denke, beide Jungler wollen hier frühzeitig Druck machen. Beide Jungler auch in der Lage, den Drake zu machen. 1 gegen 1 hier. Kette trifft nicht.
Gabs hat sich die Ultimate von Jensen zu eigen gemacht, aber gut, das ist halt nun mal so. Gerade zu Beginn kann er da kaum eine andere Ultimate sich holen. Er hat aber viele gute Ultimates zur Auswahl. Braum, Ash, Akali und eben Cannon Ultimate. Boah, ich freue mich so auf den Ash Arrow. Der One-Shot ist da. Ja, damit hebelst du natürlich auch so ein bisschen Team Liquid aus, die selber sehr stark im Catchen sind mit Akali, mit dem Ash Arrow. Aber den ganzen Spieß kann man hier umdrehen. Oh, Gang Toplane. Ah, trifft hier den Hook nicht und damit geht Jankos auch nicht rauf. Ja. Das ist immer das Schwierige, der Knochenspieß muss dann auch treffen. Sonst hat man da sehr wenig Potenzial. Impact hätte auch noch Flash zur Verfügung. Er hat aber gerade nach oben TP. Das heißt, selbst wenn du ihn nur ein bisschen bestrafst, dass er Leben verliert, also wird diese Lane für die nächsten Minuten viel, viel ungemütlicher. Caves pusht immer wieder rein. Smitty, diesmal mit einem guten Pathing. Ist immer da, wo Jankos auch ist. Ja. Also X-Mittys Ziel ist es hier auch gerade nicht wirklich selber zu ganken, du hast gerade angesprochen, sondern dafür zu sorgen, dass Rek'Sai nicht ganken kann, weil im Counter-Gank ist er einfach gerade sehr stark. Mickey wieder zur Stelle. Aber Thresh ist da, man hat die Prio in der Mitte. Allerdings Jensen gerade Base gewesen, Caps nicht, der hat sein TP noch auf Cooldown und auch sogar einen Turmschuss gefressen, um Jensen etwas später in die Base zu lassen. Wäre das ein Wanda gegen Impact, das dann geht nochmal durch, das ist Q. Ja, aber Ultimate jetzt draußen und Wanda hat seine noch. Also wenn jetzt der Knorrenspieß trifft... Okay. Ah, zu riskant, also er kann hier nochmal wegkommen. Also Ken ist da nicht so immobil wie andere. Ja. Core JJ auch wieder in der Mitte unterwegs. War ja auch einer der Hauptcarries im Halbfinale gegen IG. Und aktuell schnuppert man sich nur ein bisschen ab. Also auch die Objekte sind natürlich inzwischen da. Harold's Bond jetzt auch gleich in 10 Sekunden. Mal schön, dass hier Perks die Lane mehr oder minder freezen kann. Doublelift hier mit dem Kall. Und dann nochmal sich etwas extra Gold dazu verdienen zu können. Ja. Sehr ausgeglichenes Spiel jetzt. Also ganz anders als das vorherige. Aber es wäre auch ziemlich überraschend gewesen, wenn G2 hier komplett durchstompen könnte. Denn du hast es angesprochen, Team Liquid ja gegen IG im Halbfinale ebenfalls sehr, sehr stark. Und auch etwas überraschend. Ja, Jensen hier auch ein bisschen vorne sogar. 11 Minions. Das sind schon die Goldwerte, die gerade diesen kleinen Vorteil ausmachen, den Team Liquid eben hat. Jankos wieder auf der Bot-Side. Kann da natürlich was versuchen. Problem ist natürlich, dass Team Liquid aktuell alles Summoner-Spells fertig hat. Man muss einen Hook treffen oder die Varus-Ult. Das ist spannend. Wanda jetzt unterwegs. Aber kein Teleport. Das ist richtig riskant, wenn sie hier nichts bekommen. Dann verlieren sie oben Platings. Ja. Und Erfahrung. Also im 1 gegen 1 für das Matchup tödlich. Ja, Jankos zeigt sich, wird gesehen. Wanda dürfte jetzt wieder Richtung Top unterwegs sein. Oder vielleicht Richtung Mid. Man muss auch riechen, dass Wanda jetzt da ist. Also ja, jetzt wo Top ist es. Erstes Plating fällt. Oh, da ist er. Da ist er. Mitte plötzlich taucht er bei Jensen auf. Der geht auch nochmal in die Shroud. Reicht schon Kiss, die Frage. Oh, beides trifft nicht. Ah. Die CC muss hitten. Klar, es sind hier einfach Skillshots. Aber sonst kommt man nicht ran. Nicht mal Flash benutzt auf der Akali. Zwei Platings dafür allerdings verloren. Gegen Drachen ist okay. Jetzt hier die Braum Ultimate. Braum Ultimate trifft, aber Clans ist da. Ja, aber jetzt nur noch die Heilung auf Doublelift zur Verfügung. Hier das 1 gegen 1. Wanda gegen Smitty. Ja, da gönnt man sich nochmal so ein Früchtchen. Caps kommt mit dazu. Crossnet-Play verhindert auch das wichtig, sonst hätte man eben noch mehr Ressourcen verloren. Die zwei Platings tun schon weh und gerade diese riesen Minion-Waves, die aktuell hier Wanda im Turm zu stehen hat. Aber immerhin den Bergdrachen gesichert. Also wie gesagt, das ist okay. Oh, das ist so gut. Teleport geht raus. Oh, jetzt der Hook, er trifft und direkt geht's hier drauf. Caps ist mit von der Partie und räumt hier auf. Double Lift ist down und Cold Change ebenfalls. Burks mit dem Kill hier. Und es gibt da auch nochmal Platings. Die nächste Wave ist da, Jensen zur Stelle. Der hat aber nichts mehr zu verlieren. Was macht denn Jensen? Ja, muss da jetzt kommt auch G2, jetzt der Bishop Impact ist da mit der Ultimate. Und Caps gestartet. Der kommt raus! Oh, Caps, lauf! Aber da, der Protobate von Impact. Und er holt sich den Double Kill. Da ist man zu lange zu deep gewesen.
Immerhin. Es ist noch okay, weil diesmal Wanda auf der Topside ist. Weil er jetzt eben Platings bekommt, Farmfight. Das heißt, jetzt sehen wir erstmal den Anfang. Der Call, bärenstark. Teleport hier genutzt nochmal, um schneller Botman zu sein. Du bist zu viel, kannst dagegen kein Counterplay, keine Summoner-Spells mehr zur Verfügung, außer hier eben auf Double Lift. Aber der kann sich nicht wehren. Sogar nochmal die Stopwatch bekommen. Auch sehr geschickt gemacht, dass man beiden Carries hier die Kills gegeben hat. Aber jetzt musst du geschlossen rausgehen, kannst sie nicht backporten, weil du merkst doch, dass Jensen ebenfalls miss ist. Und Arcadi darfst du eigentlich nicht feeden und das könnte jetzt zum Problem werden. Klar, Jensen ist hier nochmal, hat viel Zeit erkauft und Impact am Ende mit den zwei Kills. Das war ein bisschen unnötig. Na, da gebe ich dir recht. Harold wird auch angegangen und den kannst du aktuell nicht contesten. Komm schon, Mickey. Stil ist irgendwie... Ah. Schade. Mit dem Harold sollte man dann jetzt auch, wenn du ihn schnell, ja, nee, schaffst du nicht mehr, ihn schnell einzusetzen. Aber der erste Turm sollte dann für Team Liquid drin sein. Aber es ist natürlich auch mal eine Frage, wie kannst du ihn einsetzen? Also im schlimmsten Falle wird er auch mal abgebrochen. Dann hat sich dieser ganze Zeitaufwand überhaupt nicht gelohnt. Bist du auch Optimist, ja? Ja. Okay. Ich habe die LCK kommentiert, da ist das regelmäßig passiert. Okay. Hätte ich jetzt in jeder anderen Region häufiger vermutet. Bei den unteren Teams. Ja, okay. Plating ist allerdings jetzt down, also das heißt, da kann man den Held nicht mehr für einsetzen, sondern nur noch, wie du gesagt hast, eben für den First Turret. Ja, man ist trotzdem zwischen knapp 1000 Gold vorne. Der nächste Drache, in 2 Minuten wieder da, wird nochmal ein Bergdrache. Sollte G2 den auch noch bekommen, wäre das sehr wichtig, um dann eben auch einen schnelleren Baron zu bekommen. Ihr Power Spike ist im Midgame. Dass sie jetzt hinten sind, ist noch nicht tragisch. Sobald aber auch Caps, die sein erstes Item fertig hat, oder Richtung zweites Item geht, müssen sie aktiv werden, sonst könnte es hier problematisch werden. Man pusht die Lane natürlich immer wieder schnell rein. Man versucht hier mit Roams zu arbeiten. Wanda hat jetzt sein TP. Ist allerdings natürlich auf die Botlane rotiert, weil man jetzt die Bot auf die Top geschickt hat. Ja. Mal schauen. Lane Freezen klappt hier nicht. Ja, mal gucken, wo man da auch den Harold einsetzen möchte. Also klar, Sideline wäre der sichere Call. Auf der anderen Seite, die Türme wirst du vermutlich sowieso demnächst bekommen. Insofern könnte Team Liquid den auch in der Mitte einsetzen, um auch diesen Turm unter Druck zu setzen. Ja. Gerade wenn der Drache gleich da ist, in einer Minute könntest du eben Toplane rauspushen, Mitte gruppieren, mit Harold Druck machen und dann zum Drachen rotieren. Problem ist halt, wir haben es gerade gesehen, der Goldenschild zwischen Wanda und Impact. Ja, Impact ist da schon deutlich vor Wanda. Nichts jetzt auf, dann Clap. Hier geht's aber drauf und man will das hier korrigieren. Der Star. Oh, das ist es! Der Kill, der Shutdown. Aber nicht mit der Ultimate von Wanda, dafür allerdings an Jankos der Kill. Das könnte dann sogar der erste Turm werden. Man muss den jetzt Topside einsetzen, den Harold, sonst wird man den hier verlieren. Ich werde dich nochmal gegen healen. Es ist halt eben so wichtig, denn wie gesagt, Impact im Teamfight ist sowieso deutlich stärker. Es ist ein 3 gegen 3, aber wie gesagt, Harold ist da. Ein Charge reicht nicht ganz und man hat den ersten Turm auf der Seite von G2. Ja, wichtig hier, den First Turret mitzunehmen. Goldtechnisch beide Teams eben gleich auf. Wanda gegen Jensen. Wanda. Oh, keine Chance. Der klassische Overstay wieder gegen Arcadi, die jetzt auch 2-0 steht. Jensen kommt langsam ins Game und das muss man respektieren. Hier sogar noch mal ein zweiter Charge vom Harold durchgekommen. Bergdrache jetzt auch da. Wanda hat immer einen Teleport, also... Aber das Problem ist halt, wenn Wanda mit Pyke nicht vorne ist, dann kann er halt seine Rolle so als Assassine kaum ausfüllen. Und wie gesagt, der ist halt ein Ken. Der vorne ist deutlich wertvoller, auch in den Teamfights. Ken, der damit eher reingeht, kann wesentlich mehr machen als Wanda, als Pyke. Sie können natürlich versuchen, für Catches zu gehen. Also man hat eben noch diesen Knochenspieß, aber man merkt schon, Team Liquid gibt jetzt so ein bisschen den Ton an. Haben jetzt hier noch einen zweiten Turm bekommen, werden jetzt hier auch ebenfalls ihren ersten Bergdrachen bekommen. Und G2 macht jetzt ebenfalls einen Crossmap-Play. Also sie finden immer noch eine Antwort, geraten aber immer weiter nach hinten und das ist mit ihrer Comp, wir haben es schon angesprochen, nicht besonders toll. Ja, aber Turret hier auch nochmal bekommen, 2-2 da. Es bleibt gleich auf, Braum Ultimate direkt mal gegen die Quelle selbst eingesetzt. Hat auch gut Schaden gemacht hier in Core JJ, die Rotation. Impact kann das Ganze halten. Ich will, dass Wanda hier noch ein paar Kills bekommt. Ja. Wir sollen ihn da noch nicht abschreiben. Also als er das erste Mal Pyke gespielt hat, lag er ja auch irgendwie 0-4 hinten und hat auf einmal 5 Kills gemacht und hat das Game solo gecarried am Ende. Also möglich ist hier noch alles.
Auf jeden Fall sehen wir ein Spiel deutlich knapper und deutlich mehr, wie wir es hier von dem Finale erwartet hätten. Wanda jetzt mit der Rotation, generell Rotationsvorteil. Oh, der Arrow! Der Arrow mit dem Damage, der Hochcall, JJ jumpt da rein. Und der andere Arrow trifft hier dafür Jankos. Teleport von Impact ebenfalls bekommen. Ebenfalls zwei Flashes und wieder Cleanse hier von Core JJ. Also das war eine kleine Summoner-Spell-Explosion hier. Turm trotzdem halten können, aber Teleport-Vorteil für Pike. Nicht nur das, sondern Caps bald seine Ultimate wieder, kann sich dann eine ganz andere stealen. Na, auch mit einer Ken-Ultimate wäre ja sehr, sehr stark. Ja. Na, Jensen hat halt inzwischen zwei Items, er wird ewig überleben. Das ist schon ein riesen Risikofaktor hier aktuell für G2. Der nächste Drache übrigens nochmal ein Bergdrache. Also, die haben gerade Spaß. Und vermehren sich wie die Kaninchen. Na, ist aber auch der letzte. Laterne für Perks, einfach nur um sicher zu sein. Ja, die Pfeile tun natürlich inzwischen weh, also dadurch, dass hier Perks langsam Richtung zweites Item geht. Aber auch die Ashe, die muss man eben auch im Auge behalten. Aktuell schafft es G2 nicht selber mal das aktive Team zu werden. Sie sind das reaktive Team. Und ich hoffe, dass man vielleicht gleich was machen kann, aber Jensen schleicht sich da schon wieder an und sucht diese Spots, um Leute zu one-shotten. Es ist jetzt sehr viel Taktik logischerweise mit dabei. Baron spawnt und bald und das ist angesprochen, der Bergdrache, der dürfte auch nicht irrelevant sein, wenn es darum geht, Türme und vor allem den Baron zu contesten. Ja. Dadurch kann man eben diesen Baron noch schneller nehmen. Wards werden nochmal geklärt. Und Team Liquid versucht hier die Kontrolle aufrecht zu erhalten. Ah, man geht jetzt in dieses 1-3-1, beziehungsweise 1-4, weil Wanda sich jetzt in der Mitte anschließt und möchte das Ganze verteidigen. Silas trotzdem knochenstark, hat jetzt hier auch zwei Items, hat einen hervorragenden Wave Clear. Und aktuell die Ultimate von Cannon, meine ich. Oder hat er noch gar keine? Er hat noch gar keine. So, Turm halbe Leben, man bereitet hier einen Dive vor, Caps ist da. Impact noch auf der Topside. Das ist aber riskant. Cannon kann eben die ganze Zeit von hinten kommen. Hat jetzt rausgepusht. Es reicht einfach nur, einen Turm zu beschädigen. Jetzt kommt Impact mit dazu. Brum Ultimate auch nochmal gestealt und benutzt. Impact will rein. Protoband. Wir stehen alle gestackt. Schön nochmal gemacht von Miki. Reicht der Damage? Reicht nicht aus, Jensen. Noch nicht beim Team gewesen. Das hätte kritisch werden können, wäre er dazu gestoßen. Ja, aber die Ultimate von Impact ist draußen, genauso wie Flash. Also das hat hier Mikix hervorragend gemacht. Und den Turm sollte man jetzt zeitnah eigentlich bekommen können. Perks hat leider keine Mana, also man wird hier selber auch resetten gehen. Ah, Wanda hat noch Hunger. Einmal ein Double Lift zu mitnehmen. Das war einfach so stark von Miki hier, dass einfach da Impact raus zu bekommen. Auch der Hook, der getroffen hat. Für mich bisher der beste Spieler bei G2, zumindest in dieser Series. Da muss man auch gerne mal die Support-Spieler loben, die bei all dem gerne mal untergehen. Ja. Also Mitte sollte langsam fallen. Es wäre so wichtig, auch diesen Turm zu bekommen, um als nächstes eben diesen Bergdrachen auch mehr contesten zu können, selber Deep Vision aufbauen zu können, selber vielleicht mal für den Catch zu gehen. Und dadurch, dass Team Liquid gerade auch ein bisschen die Kontrolle verliert, hat man auch dazu Möglichkeiten. Der Hook trifft leider ganz knapp nicht. Ja, Impact wieder dabei. Ultimate noch auf Cooldown. Sollte jetzt einen Turm geben, da ist der Arrow. Direkter Hook. Cold JJ wirft sich allerdings dazwischen. Jensen ist unterwegs von der Flanke, möchte da gerne mit rein. Jetzt geht's da weiter, wieder getroffen, aber da die Stopwatch, haben die Pike Ultimate gedodged. Jetzt geht's rein mit Olaf, Jensen ebenfalls mit dazu, will in die Back rein. Ran an Perks, aber Impact ist down, Wanda mit dem Kill, ganz, ganz wichtig. Miki abgeholt. Oh, ist das bitter hier, die Trades nicht so optimal, wie man sich das vorgestellt hat. Spotlane verloren, Caps hier. Ja, schon! Und Jams, Jensen holt ihn euch! Reicht das die Frage? Caps noch mal drin mit der Ultimate. Jawohl! Selber und er kriegt den! Jawohl! Und das ist ganz wichtig, damit fehlt der wichtigste Damage-Dealer gerade. Das hat noch es Ultimate! Geht noch mal rein. Double-Kill! Und der nächste jetzt holt euch auch noch Double-Lift! Jankos! Und das ist Triple-Kill! Für Caps und das Ace für G2 und das haben sie hier gebraucht. Bockstark hier mal wieder von G2. Diese Falle wunderbar gemacht. Der Knochenspieß, wir werden es gleich im Replay sehen, trifft
Nakali überlebt noch erfrischend lange, aber dass Jankos so lange noch seine Ultimate hatte später, war einfach auch nochmal tödlich. Der zweite Bergdrache damit für G2. Und die Möglichkeit, selber endlich das Spiel nach vorne zu bringen. Jetzt sehen wir es hier nochmal, den ersten Teamfight. Man kommt nicht ganz rein. Der Schaden fehlt. Super Stopwatch, sonst wäre man in der Überzahl. Der Arrow trifft ihn dann eben. Und dann ist man hier schon sehr, sehr low. Impact. Kann dann eben auch nochmal was machen. Jensen holt den AD Carry ab. Und jetzt hat man eigentlich den Teamfight verloren. Aber jetzt mal auf achten, was die zwei Jungs da machen. Die verprügeln Jensen hier und dann mit der Steeten Ultimate Caps hinterher. Ja. Es reicht dann für ihn. Und auf einmal steht 2-2. Du hast aber noch die Rek'Sai Ultimate. Kommst ran, dadurch, dass auch Caps mit einem Sidus diese langen Teamfights liebt. Er bekommt ihn dann den Triple Kill am Ende sogar noch. Und Teleport geht raus. Wanda. Stefan Vicky ist wieder da. Und hier wird sogar nochmal geblockt für Wanda. Ja, und der hielt sie einfach wieder hoch. Ach, Pike, ey. Der ist wirklich eine kleine Spaßbremse. Die Hooks treffen leider noch nicht so. Aber jeder Hook kann eben spielentscheidend werden. Man hat ja zwei. Wenn Wanda gestorben wäre, wäre das schon kritisch, aber... Ja, wobei er Teleport hätte. Ich glaube, wenn man dann nicht noch einen Fight eingeht und rauskommt, kann man den Nash verteidigen. Über Mickey hier in diesem Spiel hat sich hier auch für Mikkels entschieden. Caps, noch Flash, Jensen ist mit ihr unterwegs. Ah, Caps alleine gegen zwei Rek'Sai, kommt aber Braum ist ebenfalls auf dem Weg. Teleport geht ebenfalls raus. Nein! Gegen zwei, weil er weiß, ich habe Damage. Und jetzt geht's natürlich nochmal mit Impact, mit der Ultimate dazu. Aber man hat hier die Überzahlsituation weiterhin. Jankos holt sich den nächsten Caps. Da schaut sich einer mal den Sylas an. Das muss Baron sein. Sie haben den Jungler bekommen. Sie haben drei Leute down. Und nur Wanda fehlt, die DPS-Quelle. Perks ist ebenfalls am Leben. Zwei Bergdrachen. Die können das niemals contesten. Und auch Caps schon wieder fast full life. Alleine gegen zwei. Wow. Caps ist so ein Monster. Und jetzt steht er 7-1. Witzig. Ja, währenddessen kann man sich hier nur den Midlane-Turm so weit holen seitens Team Liquid. Aber selbst da will... Oh, Caps. Caps. Der ist schon wieder da. Da. Caps will immer noch. Und er holt sich auch noch Koi, JJ. Boom. Der nächste Kill für ihn. Ein Solo-Kill. Mickey mit der Laterne. Oh, da ist noch so ein Double-Lift auf der Karte. Ja, aber das wäre jetzt ein bisschen deep. Der Rest ist jetzt nochmal... Caps, ey. Der will es halt echt wissen, aber geht jetzt besser weg. Nicht zu weit nach vorne. Oh, wenn man das gerochen hätte. Ja, alles gut, alles gut. Da ist der Tempo-Vorteil dann doch etwas wichtiger. Auf jeden Fall. Wir haben es auch angesprochen. Jetzt sehen wir erstmal nochmal das Replay. Wie Caps im Silas auf seinem Power Spike mit 2,5 Items. Den bekommst du nicht. Deren Sustain, bärenstark. Er ist gerade in seiner stärksten Phase, überlebt das Ganze. Mit dem Schild hier auch nochmal Jensen, Half-Life und ebenfalls Olaf. Jetzt kommt der Teleport durch. Nochmal eine super gute Ultimate von Impact auf dem Cannon. Dadurch bekommt man hier Wanda nochmal. Tradet aber 3-1. Und das muss man respektieren. Caps jetzt auch nochmal mit dem Magi-Stacks hier am Start. Hat noch seine Stopwatch zur Verfügung, also 4 Items. Schau dir mal den Damage-Flap von der geklauten Brawl-Multimeter. Aber ich finde es so schön, wie G2 die ganze Zeit vorsichtig spielt. Sie wussten aber jetzt, mit 2,5 Items sind wir stärker. Wir haben unseren Power-Spike erreicht, werden auf einmal aktiv und drehen das ganze Game. Jetzt geht es dann gegen diesen Turm. Also generell taktisch sehr, sehr stark. Und Caps ist da einfach, der ist eine Maschine. Ja, Ult leider daneben. Von Caps. Zwischendrin nervt hier so ein Wonder von der Seite zusammen mit Jankos. Spielen jetzt ein 3-2. Die können das, glaube ich, nicht verteidigen. Einen Nipp-Turm sollte man hier verlieren. Man muss natürlich immer den Engage von Impact hier auf dem Schirm haben. Er hat auch Flash zur Verfügung, könnte damit eben eine Sideline direkt hops nehmen. Caps hat sich jetzt die Ken-Ultimate geklaut. Hat aber nicht die Ken-Passive. Das muss man natürlich auch immer wieder bedenken. Bei solchen Aktionen. Ja. Schaden wird er damit trotzdem machen, ne? Wenn man sich da die Items anschaut. Komm, anderthalb Minuten hat man ja noch Zeit. Man hat es hier nicht eilig. Da kommen noch 3 Waves rein. Ja, das deckt man jetzt so ein bisschen. Beide T3-Türme Half-Life. Auch Jankos hier noch mit der Stopwatch am Start. Kann er nochmal Zeit erkaufen. Oh, der Turm. Ja, beide Türme voll. Der wichtigste T3-Turm ist jetzt gefallen. Zumindest im Hinblick auf zukünftige Barons.
Und jetzt Engage. Wollen sie auf Jankos und Wanda, suchen da den Engage. Jankos zieht sich weit zurück. Das ist fein, einfach den Midlane-Turm nehmen. Ja, Jankos nochmal eine Stopwatch, Laterne steht da. Oh! Caps ist da drin mit der Ultimate. Oh, und Wanda holt sich den Double Kill. Und jetzt wird aufgeräumt. Das war's vielleicht schon. Das war's. Ey, so ich lach 2-0. Finito, G2, EU-Größe, ey. Und ich sag's nochmal. Europa, was ist euer Handwerk? 2-0 machen hier! 7000 Gold, Baron Powerplay und G2 schickt Team Liquid hier schon mit einem Bein nach Hause. G2 auf einem anderen Stern, taktisch, skilltechnisch, gerade Caps packt hier wieder seine Monster aus. Für mich der Carry hier am Ende im Spiel. Zwei wunderschöne Ultimates. Wow! Da geht's dann plötzlich ganz, ganz schnell. G2 findet den Ansatzpunkt und reißt das Spiel komplett an sich. Team Liquid, da muss mehr kommen, wenn sie hier noch eine Chance haben wollen. Aber ganz im Ernst, als Europäer kann man sich hier auch mal freuen. Das ist unglaublich. Team Liquid steht jetzt 0-2 mit dem Rücken zur Wand. 0-2 zu drehen ist eine Riesenaufgabe. Sie haben was Ähnliches gemacht im NA-Finale, zugegeben. Aber G2 ist halt wie von einem anderen Stern aktuell. Sie wissen genau, wann sie ihre Powerspikes erreichen. Sie haben immer eine klare taktische Idee hinter dem. Ihr Makro ist on point. Und dennoch dieser individuelle Skill der Spieler, wie Caps zum Beispiel, der immer wieder im 1 gegen 2, im 1 gegen 3 die Leute hops nimmt alleine. Ja, also Caps wirklich bockstark. Ja. Miki, das ganze, die ganze Series über. Irgendeiner ist halt immer gefeedet bei ihm. Ja, und das Team Liquid, wie gesagt, Jensen war so ein bisschen der Hoffnungsschimmer auf Akali, hat aber nicht carryen können. Also ja. Er hat zwar früh Gold bekommen, aber er hat einfach damit nicht carryen können. Nicht so wie Caps. Ich meine, da ist Sylas auch ein etwas angenehmerer Champion, gerade später in Teamfights, weil irgendwann der Cooldown von der Ultimate so low ist, dass du dir mehr als eine Ultimate klauen kannst. Und wenn du plötzlich 2-3 Ultimates in einem Teamfight hast, der ein bisschen länger geht, dann ist das schon durchaus entscheidend. Ja, haben wir ja quasi auch im letzten Teamfight gesehen. Ja. Erst der Ash Arrow, der ging zwar daneben, aber dann einfach mit dem Donnerblitz. Also, das war ordentlich. Ja, das war mehr als ordentlich und ja, ich meine, das Meme EU-Größer NA, es sieht so aus, als könnten wir es auch noch eine ganze Weile weiter so benutzen. Hier sehen wir nochmal den frühen Dive, der lief sehr, sehr gut, man bekommt 2 Kills, war dann aber zu gierig. Ja, man wollte einfach noch für die Minions gehen. Aber wie gesagt, die Idee, davor hatte man 3 Summoners Blades auf der Botside bekommen, macht auf jeden Fall Sinn. Du hast die Pressure. Und jetzt respektiert man so ein bisschen nicht Jensen und auch Impact, der jetzt dazukommt. Die Cannon-Ult hier wirklich gut gesetzt. Caps kommt anfangs noch raus, der Proto-Belt ist dann eben noch dadurch bekommt man noch 2 Kills. Das war nicht ganz nötig, ist aber okay, weil man vorher eben auch 2 Kills bekommen hat und die Botlane nach hinten gebracht hat. Für Team Liquid sah es trotzdem lange Zeit gut aus. Auch hier nochmal eine wunderschöne Stopwatch von Impact, der auch sehr schöne Szenen in dem Spiel hatte, aber es reichte einfach nicht. Also hier diesen Teamfight gewinnt man am Anfang. Man tradet 1-2. Du hast aber überhaupt keine Vision-Kontrolle in deinem eigenen Topside-Jungle. Dadurch können Wanda und Caps hier nochmal eine wunderschöne Falle aufstellen. Bekommen Jensen for free, den Hauptschadensdealer könnte man sagen. Und dadurch bekommt man noch mehrere Ressourcen. Jankos kommt dazu, hat jetzt immer noch seine Ult in der Stelle zur Verfügung. Dadurch bekommt man den Rest auch noch. Genau, hier sehen wir es nochmal mit dem wunderschön getroffenen Q, der Double Kill und ja, Double Lift kann dann gar nichts mehr machen. Und ab dem Zeitpunkt war man natürlich unglaublich weit vorne. Man sieht jetzt, Caps spielt hier 1v2, outplayed sie quasi, weiß, Jensen ist der Gefährliche, dodgt hier quasi die Axt, indem er die Ultimate von Jensen gegen ihn benutzt, zwingt ihn hier quasi ins Stundenglas. In der Zwischenzeit räumt man beim Rest auf, räumt Jensen auf und räumt dann die anderen beiden auf. Ja. Also bockstark, wirklich auch das Zeitfenster erkannt. 2,5 Items, let's go party, dachte sich G2. Team Liquid hat damit nicht gerechnet. Sie waren 1000, 2000 Gold vorne, haben aber den Power Spike von G2 schlicht und ergreifend nicht respektiert. Ah, da die Ultimate. Macht guten Damage. Wanda freut sich mit seiner Ultimate. Auch nochmal schön Double Kill. Oh, das ist richtig schön anzusehen. Ja. So schnell verliert man ein Game oder gewinnt es. Honestly, I did tell him, they said, give me Sylas, it's really loose. Yeah. It's true, yeah. Okay. You're right. I mean, we are playing some like good early games, actually guys. Playing so far. Na, wir kriegen gleich nochmal sicherlich das Replay mit Sound. Ja. In einem Teamfight.
Ziemlich gechillt, die Jungs, aber das können sie auch sein. Sie führen 2-0. Ja, mit so einer Führung riecht es schon fast nach. No lantern for 10, care, no lantern for 10. Yeah, but they want to fight, man. Ja, ja. No lantern for 10. We are getting in here, guys. Das Asher Flash, das Asher Flash. I mean, we are playing some like good early games, guys. We are actually playing so fucking good, guys. I mean, SKT was harder so far, yeah. At least. I mean, yeah. But I think we were also playing worse, but it's fine. Okay, well, GG. Let's go. Wow. Okay, da merken wir auf jeden Fall, Selbstbewusstsein ist da. Und wenn man den Damage-Graphen sich anschaut, kann man die Aussage so unterschreiben. Ja, gib mir Silas und es ist GG. Ja, würde ich so unterschreiben. Und ja, SKT war ein härterer Gegner. Ist schon hart. It's true. Bisher schon. Right. Ja, es ist, ich meine, es ist halt wirklich so. Ja, was soll man sagen? Aber es ist schon leicht Trash-Talk angehaucht, aber sie können es sich aktuell erlauben. Sie stehen jetzt 2-0 und wie gesagt, ich rieche hier gerade eher ein 3-0 als ein 2-1. Na gut, ne? Also es ist, was soll man sagen? Aus europäischer Sicht ein schöner Tag und ich hoffe, er wird noch schöner. Ich hätte auch nichts gegen einen 3-0. Wir sehen uns gleich wieder nach einer kurzen Pause, dann mit dem dritten Spiel G2 gegen Team Liquid. Bis gleich. Thank you.
Und damit sind wir wieder da mit dem vielleicht schon letzten Spiel. So schaut's aus. G2 2, Team Liquid. 0. Was soll man sagen? EU größer? NA. Zumindest aktuell. Also ich sehe auch, ich weiß, ich habe meins gerade schon vor der Pause, ich rieche eher ein 3-0 als ein 2-1. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ja, ich meine, Caps sagt ja schon, gegen SKT war es dann doch ein bisschen schwieriger. Bisher scheint Team Liquid nicht so wirklich ein Mittel gefunden zu haben, um auch komplett G2 unter Kontrolle zu haben. Also in diesem Spiel haben sie zumindest Wanda unter Kontrolle gehabt. Dafür rastet Caps aus. Ja. Im Spiel davor haben sie Caps unter Kontrolle gehabt, dann rastet Wanda aus. Also, ja, oder Perks rastet aus. Also irgendwer rastet halt immer aus. Und so dieses Gesamtkonzept, das passt halt noch nicht wirklich. Ich habe auch manchmal das Gefühl, dass Team Liquid so eine ganz gerade Linie fehlt. Aber das werden wir dann eben nochmal sehen, denke ich. Bisher in den Drafts, wie gesagt, die Akali als Powerpick einmal durchgegangen, aber sie hat eben auch nur durchs Roaming irgendwelche Ressourcen bekommen, konnte mit den Ressourcen nicht wirklich was verwerten, weil Team Liquid für mich zu wenig geforst hat, zu wenig mit diesem Lead vielleicht auch gemacht hat, haben dann auch beide Bergdrachen verloren. Man muss sagen, G2 lange auch einfach so mitgehalten und dachte, okay, wir warten auf unseren zweiten Powerspike und ab dann ging es ja richtig los und genau das ist für mich auch gerade so ein bisschen der Unterschied. Was man auch gemerkt hat, generell vom reinen Makro-Game her, wie G2 das gespielt hat, sie wussten nämlich, okay, Jensen ist der stärkste Spieler, der ist am krassesten gefeedet und er spielt Akali. Mhm. Also wird auf die Sidelines gehen und was sie immer gemacht haben, gerade wenn man sich die Replays nochmal anschaut, sie haben im Midgame dafür gesorgt, dass wenn Jensen auf der Sideline war, sie dann Situationen in der Mitte erzwungen haben, wo Jensen möglichst weit weg war. Und generell in solchen Teamfights ist halt ein Sylas nochmal deutlich bedrohlicher und nützlicher, als es eine Akali ist. Vor allem, wir haben es ja gesehen, mit den Ultimate-Cooldowns. Ja, einfach weil auch Sylas ein Ziel ist, dem du nicht wirklich mit einer Akali gefährlich werden kannst, ab einem gewissen Grad, weil er diese Tankiness, diesen Sustain nochmal mitbringt. Und da frage ich mich auch, was für ein Plan steckt dahinter? Du hast eine Akali, du hast einmal den AD Carry bekommen, aber danach hast du überhaupt keine Szene mehr, wo du sie auch hättest einsetzen können. Und ich glaube, da muss man nochmal schauen, dass man vielleicht selber mehr forst, wenn man stark ist. Ja, Thema Forsten. Wir schauen jetzt in der Pick- und Bun-Phase mal nach, was man hier vielleicht erzwingen kann an Buns. Denn seitens Team Liquid, du möchtest vielleicht nicht nochmal, dass der Sylas durchkommt, hast aber auch gesehen, Miki, der auch eine überragende Serie gespielt hat, dem willst du nicht den Rakan geben, den man ja vorhin gebannt hat, dann willst du natürlich trotzdem nicht, dass so eine Akali leichtfertig abgegeben wird. Es ist schwierig, wenn du nur 3 Bans in der ersten Phase hast und insgesamt nur 5 davon. Auf jeden Fall, also du kannst nicht alles rausbannen, darum musst du auch selber eine gewisse Struktur. Also du musst selber eine gewisse Struktur haben. Deine eigenen Win-Conditions wirklich bespaßen. Und die muss man hier aufbauen. Das ist natürlich nicht einfach gegen Grabs, weil der eben immer wieder was aus einem Hütchen zaubert. Da ist er, der Taktik-T-Rex. Schauen wir mal, was er sich hier hat noch einfallen lassen. Ich würde es ihm sowas von gönnen. Hat natürlich auch eine schöne Karriere hingelegt und G2 erfolgreicher denn je. Es ist auch interessant, weil Team Liquid ja das auch so ein bisschen ausmacht, dass sie eben nicht so viel forcen, dass sie weniger auch Schaden pro Minute machen. Wir haben letztens ja schon geredet, 1600, 1600 durchschnittlich. Und da sind einfach Team CG2, SKT oder so deutlich überlegen. Sie spielen eben aggressiver, haben dafür aber weniger Kontrolle. Auch was Objekte angeht, ist Team Liquid eigentlich das deutlich bessere Team, aber sie schaffen es gerade, ihren Stil eben nicht durchzubringen, weil ihnen komplett dieser Druck flöten geht. Und ich wünsche mir von ihnen jetzt aggressivere Lanes, selber vielleicht mal etwas, dass sie auf einer Sideline klar gewinnen können, das klar bessere Matchup picken, um dann auch über diese Lane zu spielen. Aber das Problem ist halt, klar bessere Matchups sind sehr schwierig zu picken in der aktuellen Meta, weil wir viele Flex-Picks haben, wir haben sehr viele starke Picks mit wenig Schwächen. Man sieht es halt immer wieder, G2 jetzt mit dem Galio-Bann erneut. Akali ist mal für Team Liquid, ich denke auch... Tarik, dass er gebannt wird, interessanterweise von G2 selbst auf der Blue Side. Ja, Jace fliegt natürlich auch wieder raus, also sind die üblichen Verdächtigen. Ab jetzt kommen so ein paar neue Nuancen vielleicht rein, der Rakan zum Beispiel, aber diese 4 Picks sehen wir eigentlich aktuell immer gebannt. Sylas wäre vielleicht auch noch eine Möglichkeit, hat aktuell auch noch eine 100%ige Ratio. Ich sagte, wenn die Sylas jetzt nicht bannen, dann picken sie ihn. Ja, er ist ja auch noch Flexpick. Also Wanda, Caps. Ja, da ist er. Macht auch Sinn. Dadurch Rakan sei ja wieder offen. Jarvan, Rek'Sai. Also Jarvan in der Prio nochmal höher. Man sieht es. Jetzt ist die Frage, okay. Jetzt haben sie Jarvan bekommen. Wollen wir Xayah Rakan wegpicken? Das
Sieht nicht danach aus, sollte hier die Kaiser eingeloggt werden. Sonst wird die Kaiser eingeloggt. Ah, Nautilus wäre eine Möglichkeit. Galio wurde ja rausgebannt. Sejuani kannst du auch picken, klar. Damit hat man jetzt schon mal einen guten CC mit drin über die Sejuani, über den Jungle. Auch wenn Jarvan gerade zu Beginn deutlich bedrohlicher ist. Ja, es gibt auch keinen Grund, jetzt nicht nochmal Xayah Rakan zu picken. Sie haben hervorragend gespielt im ersten Spiel. Perks und Mickey, also von daher... Ich wünsche mir jetzt Nautilus. Mit Nautilus hast du eher die Möglichkeit, einen Rakan auch in der Lane zu punishen, weil du selber den Hook hast. Ein Alistar bin ich jetzt nicht so ein Freund von, weil du hast nicht diesen Auto-Attack, um Rakan zack aufzuhalten. Im Übrigen, wenn interessante Statistik hier nochmal. Ja, wir haben jetzt den Alistar eingeloggt. Unter 31 Minuten und 26 Sekunden. Also wenn dieses Spiel hier schneller vonstatten geht, dann haben sie das den Rekord für das schnellste Best-of-5 Competitive ever. Oh. International natürlich. Also ja. Ja, selbst das Samsung-Duell damals hat länger oder hätte dann länger gedauert. Und ich meine, bisher waren die Spiele zügig, ja, unter einer halben Stunde. Caps hat's gesagt, SKT war schwerer. So fies es auch ist, aktuell steht 2-0. Team Liquid muss jetzt eigentlich was versuchen. Bisher sieht es sehr standardmäßig aus. Asien, LeBlanc draußen. Beide Seiten können nochmal die Midlane ein bisschen ausdünnen. Ori hat mir auch sehr gut gefallen auf Jensen, verstehe ich also absolut. So, und jetzt... letzter Band für G2. Könnte nochmal ein Midlaner werden. War gut möglich. Also, wie gesagt, Jensen ist so der Star-Spieler bei Team Ken. Liquid. Ken, ja. Wobei, wir haben ja auch gesehen, Team Liquid hat einen hohen Fokus auf Ken. Genau. Vladimir ist aber offen, jetzt muss man sagen. Aber Vladimir braucht normalerweise zu lange. Na klar, du hast eine etwas sichere Lane, aber du hast im Early- und Midgame sehr wenig Druck. Also, du möchtest gerne lang fighten, aber es fehlt der Burst, um wirklich den entscheidenden Faktor zu haben. Die Syndra. Oh, Nico ist Nico ist ja auch noch offen. Ja, du kannst nicht alles machen, das geht halt einfach nicht. Nico, normalerweise ein Flex-Pick. Ich glaube, hier sehen wir dann eher die AD. Boah, das wäre geil. Boah. Tu es. Yasu. Irelia. Funktioniert man sieht auch. Halt, was da noch alles offen ist. Ach, so viele Power-Picks. Ich denke, es Nico. Wird Nico und... Für die Top-Side würde ich jetzt annehmen. Die Split-Push-Variante aktuell ein bisschen beliebter. Aber jetzt so ein sahniger Set. Es wird, also dann wäre es halt wirklich Midlane Nico und wieder für Wanda der Pike-Pick. Klar, du hast eine Syndra, die ist nicht so mobil, aber du hast eben diesmal eine dicke Frontline. Irelia. Okay, ich glaube Irelia Mitte gegen Syndra und Nico Topside für Wanda. Sie können natürlich noch flexen, je nachdem, was Team Liquid sich jetzt gleich noch einfallen lassen möchte. Ja, wir sehen es. Keine schlechte Bannrate, die gute Nico. Kommt er nicht ganz so oft durch. Es wird der Vladimir, du hast angesprochen. Ja. Aber ich weiß nicht, ob ich so ein Freund davon. Du hast wieder auf beiden Sidelanes einen Hyper-Carry, die am Anfang nicht den besten Wave-Clear haben. Also du wirst Probleme gegen Nico haben. Die wird vielleicht sogar auf Klepto gehen können, auch mal abwarten. Und auf der Bot-Side wirst du wieder reingepusht werden. Ja, das stimmt. Also es ist halt so, dass du... also mit Vladimir er sustained halt. Ja. Und... klar, er wird reingepusht werden, aber später wird er stärker und nützlicher sein in einem Teamfight, wobei Nico mit der Ultimate auch nicht zu unterschätzen ist. Ja, und auch eine Xayah, auch eine Irelia, die springen einfach deine Backline an, die sind mobil. Boah, also ich finde den Draft von G2 wieder besser, weil er wieder mehr der Meta entspricht. Vladimir braucht zu lange. Die Games sind aktuell nicht so lange. Du hast natürlich viele Early-Game-Gold-Ressourcen, aber an die wird Vladimir nicht herankommen. Nach der Comp bin ich voll und ganz bei einem 3-0 für G2. Ich hoffe, du hast recht. Ja, ich hoffe, du hast halt wirklich, wirklich recht. Ja, es wirkt fast schon so, als ne, G2 gestern, hey, wir haben hier einen starken Gegner, können wir den mit ins Finale nehmen? Nee, wir haben einen starken Gegner zu Hause. Der starke Gegner zu Hause. Also, was man hier auch nochmal sagen muss, Syndra ist der einzige Pick, der im Early- und Mid-Game funktioniert. Aber da haben sie einen Irelia und einen Jungler, der die Mitte einfach ganken kann. Also, wenn die Mitte hier wirklich behind gerät bei der Seite von Team Liquid, sehe ich wirklich am Anfang des Spiels keine Möglichkeit, wie sie das selber machen sollen. Dann heißt es für sie einfach nur noch überleben, überleben. Tja, schauen wir mal, ob sie jetzt das 3-0 machen und sich damit krönen.
international. EU-Größe Ney, das Meme soll natürlich bestehen. Und jetzt gerne nochmal im Chat. Ja, haut nochmal alles raus, nochmal Hände hoch für die Genki-Dama und alles geben. G2-Trikots an, Autokorso bereitstellen und Begalos gezündet. G2 gegen Team Liquid, Spiel Nummer 3. Ja, vielleicht das letzte Spiel des Tages. Wir werden es sehen. Und ich freue mich für Caps, dass er jetzt nochmal die Irelia spielen darf. Jensen hat ein bisschen das Schlottern bekommen, hat die Barrier eingesteckt. Aber ich glaube, er wird sehr früh im Spiel vielleicht den Flash verlieren, wenn Jankos da mal vorbei düst. Ja, wir sehen natürlich auch Caps mit Ignite, sehr selbstbewusst. Da weißt du, wer hier mehr Furcht einflößt. Ja. Wird wahrscheinlich auch früh Wits End dann holen können. Oh, der Knockup sitzt direkt, macht direkt da weiter, wo sie aufgehört haben. Impact und Jensen sind unterwegs, aber hier ist mal einfach komplett G2 am Start. Flashen bekommen auch den Flash von Smitty, also beide Jungler ohne Flash, aber es ist natürlich ein nicht so schöner Start für sie. der hat Lust. Ja, ja, aber der wird da gesehen. Ich frage mich, wie Team Liquid jetzt hier ohne eine Winning Lane spielen wird. Sie müssen irgendwie eine Late Game Lane nach vorne bringen im Early, damit sie die Win Condition von G2 zerstören können. Selbst dann sollten sie noch reingepusht werden. Aber jetzt auch hier wieder kleiner Sustain-Vorteil. Smitty fängt mit weniger Leben natürlich an seinem Red Buff und musste auch direkt die Refillable Potion aussaufen. Also da ist jetzt direkt alle. Ja, Sejuani ist natürlich ein Tank. Mit einem guten Wave-Clear, Camp-Clear auch. Oh, eine Knock-Up drin. Oh, direkt Level 2 Gag! Knock-Up! Oh, Ignite ist drauf. Doublelift muss wieder flashen. Direkt der nächste Flash hier von G2 und da kannst du dann einfach wiederkommen. Ja. Das ist dieser typische Jarvan-Level 2 Gank, wobei er hier sogar noch gankt, bevor er die Krabbe nimmt. Und Xmitty ist halt auch schon Botzeit, weil er ebenfalls eine schnelle Route machen will. Dadurch bekommt jetzt Jarvan vermutlich sogar die doppelte Krabbe. Ja. Und Xmitty hat extrem viel Tempo verloren, hätte hier easy einen kompletten Full-Clear machen können. Wobei natürlich Doppelkrabbe jetzt nichts Ungewöhnliches auf einen Jarvan ist. Also gerade im Sejuani-Matchup kann da Sejuani nichts machen. Dafür ist der Level 2 Pulse Spike zu stark von Jarvan. Ist natürlich trotzdem unangenehm. Allein schon weil Melee gegen Range. Smitty, will der das fighten? Er hat noch Smite zur Verfügung, der gute Jankos, ich glaube, die Krabbe bekommt er. Würde nicht mal smiten müssen. Nein. Nee, Xmitty hat da nichts verloren, ist jetzt Level 2. Jankos Level 3. Ja. Und wie gesagt, da einfach den deutlich besseren Start. Schaut hier nochmal. Ich meine, es ist natürlich klar, dass er da ist. Das weiß auch Jensen. Ja, oder er macht Blue Buff, ne? Ja, aber ich meine, Xmitty hat ihn ja gesehen. Ja. Double Lift. Du hast es angesprochen. Jetzt ohne Sammler. Oh, stimmt. Xmitty hat seinen Blue Buff noch. Ja, den kann Jankos sich 3 Buff statt für ihn. Ja. Wenn er dann seinen eigenen noch sichert. Und doppelte Krabbe. Mal gucken. Er hat noch Smite zur Verfügung, aber er muss jetzt aufpassen. Man reagiert auf der Botzeit. Der Weg ist relativ kurz. Aber er wird resetten. Zeit gewonnen. Ja, noch gut. Mehr Druck, ich meine, Smitty ist noch Level 2. Das muss man ja auch immer so. Und vor allem nochmal können sie nicht reagieren. Die Botlane verliert Ressourcen. Ähnlich wie die Mitte. Du hast allerdings jetzt die Midlane Prio. Das heißt, Syndra hat reingepusht und kann jetzt dadurch schneller followen. Mickey X auch in der Nähe. Ich glaube, man sollte sich hier eher zurückziehen. Ohne Midlane Prio ist das zu waghalsig. Oh, aber er hat halt Appetit! Ah, diesmal. Ja, jetzt hat es mir die Level 3. Die wollen den diven! Double Lift. Ohne Summoners! Oh, Knockout da geht's drauf! Double Lift! Hoch! Die Hände, Wochenende. First Blood. Oh, das geht noch weiter hier. Eieieiei. Leider für Mickey X. Aber ist okay. Durch das irgendeine Waggerkollegin. War ein Auto-Attack. Auch die Mitte fightet hier. Wie gesagt, du hast keine Winning Lane. Nur Jensen könnte hier dafür sorgen, dass man vielleicht Druck aus der Mitte hat. Und Jankos wieder unterwegs. Ja, der geht einfach von Lane zu Lane. Der weiß genau, was seine Aufgabe ist. Oh, Smitty ist aber da. Dann trifft. Barrier geht raus. Boah, gefährlich jetzt. Gefährlich jetzt. Caps aufgepasst. Muss flashen. Jankos hat keinen Flash. Oh, das wird ein Kill. Das wird ein Kill. Starker Counter-Gank. Da wollte man ein bisschen zu viel. Man hatte nicht auf dem Schirm, dass Xmitty vielleicht da ist. Hätte man vorsichtiger spielen müssen, denke ich. Allein schon, weil beide Jungler auch keinen Flash haben, weil du keine Information hast, was Xmitty nach dem Blue Buff gemacht hat. Dramatisch ist es nicht, nur unangenehm.
noch kann man hier den Syndra sehr schnell abholen, die jetzt beide Summoner Spells ebenfalls verloren hat. Oh, Miki. Er hat wieder Ignite. Gold JJ hat alles raus. Also, mein Kaiser hat 18 Minions aktuell. Ein Doppelt. Er wird gesehen durch den Ward, Smitty ist da. Und ja. Jensen hat hier schon einen Vorteil. Oh, was ist da denn los? Ist das ein Replay oder was trägt der nächste Kill? Und jetzt holt euch die Kuh. Die ist lecker, lecker. Die hat aber noch Flash. Ja, da kommt sie weg. Ja, auf den Grill. Gerade noch mal vom Grill gesprungen hier. Aber trotzdem, ich frage mich, mein Mickey X hat wieder das Flash, hat wieder das Ignite. Sie wollten vermutlich den Freeze auflösen. Jankos ebenfalls da. Ist, low. Ist die Blutlache noch da? Knock-up, Blue Smite. Oh. Ui. Flash raus. Impact muss hier gehen. Ja, schön wäre es natürlich, die Syndra nochmal zu bekommen, solange sie keine Barrier ja, hat. Jankos hat noch mehr Lust. Ja, der geht da alleine rein. Oh, das Impact ist auch nochmal da. Oh, Blutlache. Oh, das ist das Weh. Oh, aber der hatte ja richtig hier Eier aus Stahl, der Junge. Ah, oh, weh trifft. Schade. Ah, guck mal, wie weit du sie jetzt wegdrücken kannst. Ja, Caps. Überlebte Ultimate hat seine noch zur Verfügung. Und der zweite Kill. Ah, baut den Fight wieder. Ja, da bist du einfach zu mobil mit Xayah Rakan. Ja, diese Trades einfach. Man merkt, sie werden reingepusht und man hat einfach mit den Federn von Anfang an auch diesen Schaden am Gegner. Du hast die höhere Reichweite. Jetzt sehen wir es nochmal im Replay. Starker Flash Engage hier mit dem Knock-Up. Durch das Ignite wieder der zweite Kill hier für Mickey. Er ist aber fein. Es entlastet die Botlane. Und vor allem, schau dir mal den Farm an. Doppelt so viel Farm für Perks. Hei, hei, hei. Also, was ist das denn für eine geile Sau? Nicht nur auf der Botlane der riesige Farmvorteil, auch auf der Toplane. Da geht's ja auch nochmal weiter. Ja. Nur die Mitte läuft ausgeglichen. Und wie gesagt, hier würde ich mich mal freuen, wenn ab Level 6 einfach mal Jensen weggeböllert wird. Ja, Level 6 ist ja schon. Nee, ich meine mit Jankos. Wenn Jankos Level 6 hat. Achso. Vorher kann es funktionieren. Dadurch, dass man gerade keinen Flash hat, könnte man ausnutzen. Barrier jetzt aber wieder zur Verfügung. Macht die ganze Sache wieder ein bisschen riskant, weil natürlich Caps noch nicht so viel Schaden hat. Der braucht eigentlich eher noch seinen Trinity. Kann sehen, dass in dem Matchup gar nicht viel First als mit Trinity geht, sondern eher für Wits End. Auf jeden Fall Merkurs. Smitty ist da, der Stun sitzt. Aber Caps dasht sich durch die Gegend. Boah. Flash auf Caps eben auch noch nicht da. Dadurch dann eigentlich nur dann mobil, wenn die Minions da sind. Smitty ist zur Stelle. Schöner Sidestep. WCC. Oh, der macht da wieder das 1 gegen 2 und der macht nicht wenig Schaden. Aber muss aufpassen. Holt er doch Smitty ab. Der holt doch Smitty ab im 1 gegen 2. Das ist doch nicht wahr. Jetzt nee. Oh, wie geil ist das denn, bitte sehr. Und Mickey 3-0. Boah, Mickey 3-0, der Solo-Kill im 1 gegen 2. Auch Caps, du hast es so schön gesagt, Eier aus Stahl. So, und jetzt kommt Mickey nochmal an, also 3-0 Rakan. Noch ganz schon wieder. Der trifft ja alles. Oh, und Double Lift, da tickt das Signal, wird nicht ganz reichen, aber... Und es geht weiter, es geht weiter. Ab geht die Party und die Party geht ab. Ja, schöne Rotation hier aus der Mitte heraus. Drache wird jetzt auch noch kommen. Und wir haben es angesprochen, sie haben keine Winning Lane. 4000 Gold Unterschied, was sollen die machen, die Jungs? Tja, in Europa we call it Zerstörung. Ja, aber auch das perfekte Duett trifft jetzt, glaube ich, beide Leute extrem gut. Dadurch kann er auf beide Ziele springen. Jetzt die Ultimate, dadurch hat er noch mal mehr Mobility und kann einfach hier das Schweinchen melken. Und am Ende... Alles klar, dann melken wir mal die Schweinchen. Ich hätte sie jetzt geschlachtet, aber okay. Ja, man kann ja auch mal kreativer sein. Eieiei. Ja. Also, G2, das läuft sahnig für die. Dadurch, dass Syndra jetzt auch behind ist, hast du tatsächlich jetzt 3 Losing Lanes. Und das wird noch so weitergehen. Ihr Motto ist es ja quasi zu überleben. Wladimir und Kaiser brauchen 3 Items. Und diese 3 Items werden sie vielleicht in dem Game nicht mehr bekommen. 3000 Gold mehr für G2. Der erste Drache nochmal mehr Lane Sustain für G2. Also, die Fälle, die schwimmen die langsam davon. Ja, zumindest Jensen kann sich nochmal Blue Buff holen. Er ist der Einzige mit einem Kill. Der Einzige, der nicht groß behind ist. Was nützt dir das am Ende des Tages? Ja. Die Lane ist eben even. Du wirst mit Syndra, denke ich, nicht die Kill-Pressure aktuell haben.
Wir merken auch schon, erstes Item wird Magic Resist Damage Item with End. Und damit sollte auch die Mitte weiterhin fein sein. Caps hat sogar, sobald er wieder Ignite hat, Kill Pressure. Zumindest mit Unterstützung, weil Jensen eben noch die Barrier hat. Flash wieder in beiden Mitländern auch zur Verfügung. Und Xmitty hat eben hier Sejuani gepickt, hat weniger Farm, verliert jetzt sogar noch den Herald. Also beide Early-Game-Objekte an G2. Damit kann man von mir sogar den ersten Turm mit Platings Topside nehmen, weil da sind nur noch drei. Ja, es sind ja auch noch Platings da, also ja. Zur 14. Minute ist ja noch ein bisschen was und trotzdem sind hier 6 Kills gefallen und G2 hat hier wirklich einen schönen Gold-Lead. Corey JJ und Doublelift jetzt unterwegs Richtung Midlane. Caps hat Flash, hat bald auch wieder Ignite. Also die Frage ist, hat man sie dort gesehen? Ja, man spielt auf jeden Fall vorsichtig. Auch. Ja, er weiß, dass die Botlane miss ist. Ja. So, 2 Platings. Das könnte einfach instant Herald Toplane sein und er der erste Turm. Ah, oben gibt's halt direkt das nächste Plating jetzt. Wieder gegen 2! Jensen Flash schon mal direkt und diesmal ist Jankos dabei. Völlig fein. Beide Summoner Spells wieder von Jensen bekommen. Dadurch hat Caps jetzt mit beiden Summoners Kill Pressure. Er geht sogar nochmal rein mit Jankos. Es ist 2 gegen 2. Knappes Ding! Jensen brennt! Und Caps! Der belebt das! Was ist das denn für ein Monster? Ja, aber genau darum spekulieren sie. Sie bekommen erst die Summoner's Bills und dann, wer hindert sie denn mit einem Jankos auf Level 7 einfach wieder reinzugehen? Niemand. Zack, 2 Kills. 1 Kill. Gleich 2 Kills bestimmt. Und jetzt Gaps pusht die Mitte. Also sie haben jetzt wirklich freie Auswahl, wo sie einen Held platzieren wollen. Ja, wo sie böllern wollen. Also das ist hier einfach pure Zerstörung. Ja. 5000 Gold, 5500 Gold in Front. Überhaupt keine Map-Pressure von Team Liquid. Wie gesagt, also wenn sie das in, was war es, 31 Minuten und 26 Sekunden beenden, haben sie einen neuen Rekord international. Was macht Impact da? Was macht der denn da? Er versucht dann nochmal gegen Wanda was. Flash für Flash. Ja, ich meine, mit dem Turmschuss, Wanda musste flashen. Knappes Ding. Vladimir darf man da nicht unterschätzen. Ja, ich meine, Jankos kommt jetzt einfach hoch. Jetzt sehen wir das Ganze auch nochmal. Wunderschön Replay wieder mit der Ultimate am Anfang. Beide Leute getroffen. Dadurch bekommt man beide Summoner Spells von Jensen. Und jetzt einfach der Re-Engage. Barrier ist abgelaufen. Flash Knock-Up hier von Jankos. Perfekt getimed. Und dadurch kannst du. Impact ist low. Und du hast es gesagt, Jankos kommt Topside. Und es hat Boom gemacht. Oh, der Solo-Kill von Caps, der nächste, Nummer 12 oder 13 in dem Turnier. Der Typ ist ein Bestie. Wenn sich der Stream gleich nochmal neu lädt, wir müssen leider die Plattform wechseln. Ich weiß nicht, ob wir das auf Twitch noch zeigen dürfen, aber ja, jetzt Cold JJ nochmal da. Man versucht hier den Red Buff noch zu verteidigen, das gelingt, aber verliert oben alle Platings. Man setzt gar nicht den Herald ein. Du hast noch eine Minute Zeit, du kannst einfach Topside vielleicht so nehmen, beziehungsweise erstmal stehen lassen, Herald Mitte setzen, um nochmal Bonus-Platings einzusammeln. Botside bekommst du jetzt ja alles. Jetzt der Herald in Mitte, das sind fast alle Platings im Spiel. Ja, gönnt euch Jungs. Ist gratis. Nimmt mit. 7000 Gold nach 14 Minuten. Wow. Ja, ja. Erster Turm auch in der Mitte. Du hast halt wirklich nur noch ein Plating, 14 Platings. Für G2. Also G2 denkt sich nur, die spielen hier gegen eine Wildcard-Region. Und der nächste Charge geht auch nochmal durch. Eieiei, den Turm können sie noch verteidigen, denke ich. Aber außer man macht hier den nächsten All-In. Jensen hat keinen Flash zur Verfügung. Jetzt geht drauf, Jankos, abgult. Da wollte er dann zu viel. Aber Caps, der will noch mehr. Der hat richtig Bock. Ja, aber er kommt nicht mehr weg. Ah, Flash, aber die Bola. Ah, der kommt auch nicht mehr weg hier. Oh, das heißt, was? Was? Oh, schade! Das wär's gewesen, der jedoch Smitty mitgenommen. Ja, trotzdem 8000 Gold. Schau mal, was auf der Botlane passiert, der T2-Turm. Da brechen jetzt alle Dämme, also da ist hier Land unter. Ja, 8000 hier, ein Gold. Plating. Ein Plating überlebt. Wow. Warte, jetzt will ich gleich die Plating-Statistik sehen. Und vor allem das Geld, das kommt nie wieder. Nee! Also unglaublich stark von G2, wie sie dieses Early Game bespaßen. Du darfst es dir einfach nicht erlauben, beide Sidelanes in einem Losing Matchup reinzupicken gegen G2. Das war schon fahrlässig. Boah, ich will jetzt das Gesicht von Grabs sehen, bitte sehr. Also das ist jetzt hier richtig Party. Ja. Caps geht jetzt auf Trinity, da fehlen auch nur noch so 1400 Gold knapp. Wenn er noch Trinity fertig hat, dann macht er, was er will. Ja, hier, wie gesagt, war es ein bisschen zu viel des Guten. Hat da nicht respektiert, dass er hier nochmal einen Knock-Up gibt und die Syndra-Ultimate. Ja, trotzdem. Hier kann er auch nochmal reingehen.
Svensson hat keine Möglichkeit rauszukommen. Xmitty natürlich mit Asijuani mit mehr Schaden als unbedingt. Hätte er da einen Turmschuss weniger abbekommen, hätte er hier Xmitty noch bekommen. Ja, und Korjajay hätte ihn nicht down gekriegt und wäre sogar rausgekommen. Also schade. Ist aber okay, klar, Shutdown von 750 abgegeben, nicht optimal. Sie können es sich aber aktuell erlauben, wenn wir auf den Goldgraf gucken. Es sind fast 10.000 Gold. Die Todesmarke ist gleich erreicht, Double Lift wird gejagt. Flash von Double Lift. Ja. Ist auch schon mal raus, der Root sitzt ebenfalls. Jetzt wollen sie hier nochmal was probieren. Impact geht da rein, Mickey ist unterwegs, Wanda mit seiner Ultimate. Und jetzt kommt der Rakan, Wanda allerdings schon low, der Knock-Up ist da, Wanda ist down. Und Jets kommt mit dazu. Aber schau dir mal an, was Perks in der Zwischenzeit macht. Ja, also wenn man jetzt den Backpoint irgendwie abbrechen kann, ist das ein T3-Turm für einen Kill. Nee, kriegt man leider nicht ganz. Ja, man hat nicht mal... Oh, da muss doch jetzt Call kommen, durchziehen. Die sind doch noch alle top. Zieh durch, Perks! Die sind doch noch alle da! Ja, schon leider weg. Schade. Die sind noch alle da. Also jetzt hier das 4 geht, das 3 gegen 5. Das kann ganz, ganz schief enden. Jetzt ärgern sie sich. Boah, wenn er da durchgezogen, also wäre jetzt schon der Ineptum gewesen. Oh, das sieht. Aber der Rest kommt auch noch, der Rest kommt auch noch. Ja, jetzt Perks und Wonder sind unterwegs. Guck mal, die zu dritt da. Zu dritt gegen fünf. Ja, Caps ist halt big. Aber er hat noch kein Trinity, also man soll es ja auch noch nicht überschätzen. Ah, Stun sitzt nicht. Scatter the Weak. Nur Level 11 bei Jensen. Boah, wie sie die zurückdrängen hier zu dritt. Ja, wie gesagt, das hätte ja Inept sein können, aber die spielen hier mit ihrem Essen. Ja. In 4 Minuten kommt auch erst der Baron. Mal gucken, ob sie den überhaupt brauchen. 10.000 Gold jetzt schon vorne. Aber fast 10.000, ja. Jetzt ist der Rest da, jetzt wird gegroupt, jetzt wird gepusht. Ich meine, man merkt auch, wie kontrolliert G2 das macht. Immer wieder swappen sie die Vision zum richtigen Zeitpunkt, bekommen die Information. Der T2-Turm vor langer Zeit schon gefallen. Die Map also auch noch offen. Und jetzt geht's eben um die Sidelane. Und dafür steht auch noch ein T2. Aus Low trifft Jensen, Knock-Up ebenfalls. Jankos geht rein, um wieder rauszugehen. Bola ist raus. Und das ohne wirklichen Effekt. Ja, das wichtigste Ultimate vermutlich. Beide ist unterwegs. Impact hat wieder Ult. Und Perks passt halt auf sich auf. Oh, der Root hier, das ist richtig gut. Wird ja einfach nur noch zerstört. Grabs hat den Flieger gebucht und die Jungs müssen beenden. Denn der Flieger hebt ab. Hier kommt das war's. G2 mit dem Ace. Und das ist das Ding. Nach 18 Minuten werden sie das letzte Game finishen. Das ist ein klares 3:0. Sie unterbieten den Rekord für ein internationales Best of 5. Mal eben locker um 12 Minuten. Das ist doch der Wahnsinn. G2 zerstört hier Team Liquid. Und EU größer in A. Da gibt es noch mal ein paar Bonus-Kills. Wow! Was war das für ein schnelles Finale? Nach den Halbfinalspielen habe ich das nicht erwartet. Nach dem ersten Game? Gestern waren wir 14:30 raus, jetzt haben wir 11:20. Ja, kann man mal machen. GG next. G2 stärker als dein Flug, Mori. Ja. Das ist der Wahnsinn. Internationaler Titel für Europa. Und das hätte hier wahrscheinlich niemand gedacht. Im Vorfeld des Turniers. Das war halt echt wie so ein Laubbläser. Und wir wissen alle, wer heute die Blätter waren. Ja, und das ist halt wirklich, ja, es ist ein neuer Rekord. Noch nie gab es ein so schnelles Best of 5 international. Kann man sich auch feiern lassen. Und gleich dürfen sie endlich diesen Pokal anfassen und hochheben. Die härteste Zerstörung, seit es League of Legends gibt. Ja. Dass sie noch ein Game unter 20 Minuten in diesem Turnier haben, habe ich echt nicht erwartet. Und jetzt ist Showtime. Guck ihn dir an, da ist er happy. G2, die europäischen Champions. Sie holen den Pott nach Hause, nach Europa. Caps denkt sich auch so, lass mich ran, lass mich ran. Im Übrigen natürlich besonders schön das Ganze. Jetzt haben wir den europäischen Titelträger mit den Worlds in Europa.
Na, das muss man sich auch mal auf der Zunge zergehen lassen. Also, das macht Hoffnung auch für die Worlds, wenn man überlegt, ja. SKT zerstört, Team Liquid zerstört IG und G2 zerstört Team Liquid. Also, ja, vielleicht ist das ja auch so ein kleines Foreshadowing für die Worlds. Es wäre wunderschön. Es wäre sowas von schön. Dieser Kader hat's einfach drauf. In der LEC durchgegangen. Ja, man darf natürlich nicht vergessen bei all den NA-Fans, Team Liquid-Fans da draußen. Also, ich meine, Team Liquid hat den Weltmeister zerstört. Ja. Team Liquid hat ziemlich eindeutig gegen IG gewonnen. Das ist eine respektable Leistung. Sie sind Zweiter geworden, sie sind ins Finale gekommen. Niemand hätte das erwartet. Also, Team Liquid ist ein bärenstarkes Team. Aber G2 heute einfach eine Klasse besser. Ja, auf jeden Fall. Ist natürlich sehr schade, dass es so ein klares 3-0 gab. Auch natürlich für die NA-Fans. So, und jetzt, Leute, ja, möchte ich natürlich, dass ihr hier hört, den Autokorso startet und den Twitter-Korso. Ja, bitte einfach mal alle den guten Grabs auf Twitter gratulieren, der ist Deutscher. Ja, alle Hashtag MSIGA mit dazu. Hat er sich umgezogen? 接下来，让我们邀请 Riot Games 电竞业务总监 Valen 先生，以及 Riot Games 大中华及东南亚地区负责人叶强生先生，以及 S2 全球总冠军 TPA 的成员 Stanley Liu Boss Toys Baby 以及 Mustang 来为我们的冠军段队颁奖，有请。 哇，好开心！再一次看到我们的 TPA Hi guys, please come closer. Thank you. Please come closer. 好的，接下来呢，我马上就要进入我们一个赛后采访的环节了。那稍后呢，会由余霜以及熙然来到我们的舞台上，要来进行这一段的一个采访。 Ja, was ein Finale. Und jetzt
sehen wir natürlich hier nochmal, wie die Medaillen verteilt worden sind. Ich weiß nicht, ob es noch Replays gibt, aber MVP wird noch gekürt. Da bin ich mal gespannt, wer es werden wird. Also zwei in meinen Augen, die herausgestochen sind, herausgestochen haben. Einmal Miki, aber vor allem auch Caps. Ja, alle beide. Also Miki immer wieder der Supporter der Stunde und Caps halt das Monster. Im 1 gegen 2, im 1 gegen 3, im 1 gegen 1, alles egal. Könnt ihr mal eure Tipps in den Chat hauen und wie gesagt, gerne, ja, gratuliert Grabs auf Twitter, das liest er immer, das weiß ich. Ja, schickt ihm einfach ein, ja, Danke Grabs oder Glückwunsch Grabs, markiert ihn, Hashtag MSIGear, damit er auch weiß, ihr kommt von uns. 也是恭喜 G2战队能够获得本次的 MSI 的冠军 Congratulations on winning the first MSI trophy for G2 and for Europe. Congratulations. 首先我们要请问的是我身边的 Perks， 那今天呢他在拿下了这一次 MSI 的冠军之后，他作为一个新人的 ADC 选手，他怎么看待自己作为 ADC 在全球的排名呢？ After this MSI and winning this trophy home, where do you see yourself as rookie AD carry? Well, I'm the best. Okay, congratulations and improve yourself. 接下来下一个问题呢，问问是 Perks。 其实今天他们也是在赛前的采访当中 ，Perks 有说到，他不仅仅想要成为冠军，同时他想要成为传奇。那他想要被怎么样的去成为一个铭记的选手呢？ Second question goes to Cavs. As you mentioned in the previous interview, you say that you not only want to be the champion but also the legend. So, what kind of player you'd like to be known or to be remembered as? I mean, obviously, I want to win as much as possible. Right from day one when I joined EU, it was not really looking good that good internationally. But I hope that I and my team could become good enough that we could compete internationally, and I just want to win as many trophies as we can. 我想要为EU赢得更多的奖项。可能在我加入EU赛区的时候，我们的赛区并没有那么的强，但是我希望我和我的队友会通过我们的努力，为我们的赛区争取更多的荣耀。那下一个问题要问一问 Yankos。 The third question goes to Yankos, and I have to ask, what does it mean to you to be able to be part of the G2 legacy and now winning the second major title for Europe? Yeah, I mean, I guess it just feels pretty good to be able to leave the trophy on international stage. This year is my first time that I won the split in Europe, and I also won a trophy on international stage, so I'm really happy, you know, to be in this team, be a part of this team, and just enjoy it. 我刚刚问他的问题呢，是他觉得这一次对于他们来说意义是如何的，能够将这一个 MSI 的奖杯、世界赛的奖杯能够赢取回家，而且这也是他们的第二个 EU 的，可能说在国际赛场上的主要的这一些冠军的奖杯。他说他非常荣幸能够代表 EU 在国际赛场上拿到这样的一个奖杯，而且也会继续的去努力。那接下来问一问我们的上单选手 Wander 选手，Wander 选手在整个 MSI 的表现当中，大家也看到了他拿出了非常非常多新奇的选择，同时也拿出了很多很多上单的一些英雄，而且大家对于他的上单派克应该是印象非常的深刻。所以他是怎么样去准备这么多新奇的一些选择的呢 ？Okay, next question goes to Wander. We can see that you're considered one of the best top laner in the world, especially like your large or huge champion Ocean. And we can see your top pike is so impressive. So how did you prepare such kind of spicy picks for MSI? I think it just comes down to like my team being really creative, and we kind of support each other. So if someone has an idea, we are all like on board with it at this like almost instantly, whereas on other teams, maybe they would be a bit more skeptical. But on this team, we are free to do like whatever we want when it comes to our champion pool. And I think that's like a big reason that we succeed as much as we do with like the pocket picks we have. 其实我觉得我们的整个队伍来说都是非常非常的支持的，而且我觉得我们的这一些可能说队伍当中的一些支持以及他们的一些创意，对于我来说都是非常好的。而且我们的所有的人都会为我们的这一些可能有人如果有一个新的提议或者新的意见的话，所有人都会支持他并且付诸于实践去实验。那同时我们在后来能够有这样的一个成绩，可能是因为我有一个比较强大的一个英雄池，能够足以支撑我们有这么多的 pocket picks 或者说是这一些可能可供选择的英雄。
好，那接下来下一个问题要问到的是 Miki。Miki， 我想问问的是，因为今天他们能够拿到这样的一个冠军，对于他来说，他的脑海当中在最后一局比赛的时候，他的脑海里想到的最多的是什么？Next question goes to Miki. So what's like the point of focus at the last moment in the last game? Well, in the last game, we were just kind of expecting them to pull out something weird, but they kind of went with some standard stuff that they usually play. So we're really confident, even from draft, that we're gonna win. So yeah, and then everything went according to plan in early game as well. So it was just kind of smooth sailing. 其实我们可能也期待对方会拿出一些比较新奇的选择，但是可能后面他们拿出来是比较正常的一些英雄。那同时呢，我们也是能够有能力去打败他们，而且我们在前期，我们的游戏前期做的也是非常棒的。那最后一个问题要问到的是我们的教练，我们的教练是Grabs. So the question goes to Grabs. Where is all this pick and ban ideas came from in this international tournament? You guys are so creative and intelligent. 我们可以看到 G2 所有的人都是非常非常的有创意的。那我们想知道教练你们的这些 BP 的创意都是来自于哪里呢？ I don't have an earpiece, so I can't understand. Okay, so where is all this kind of pick and bans came from in this tournament? Because you're so creative and intelligent. Oh, yeah.As one always said, the team is very creative in itself. That means they constantly come every day with a pick. Oh, this could work, this could work. Usually it's like really troll, but like a pick, top for example works really well. So just a daily work of sitting through what can actually work. And it's a blessing playing with them. So it's really easy for me in draft.其实我们在日常生活当中呢，就会准备很多这样的新奇的 BP， 或者去尝试这一些选择。所以说，在世界赛在 MSI 上能够拿出这一些选择来说，对于我们来说是非常非常简单的。好了，那我们接下来呢，在采访完之后，我们接下来要公布的是本次 MSI 的 MVP， 也就是我们总决赛的 MVP 的奖项。这个奖项的获得者将是来自13个赛区的专家和媒体人共同投票，可以说是众望所归。他就是 G2 战。对的 ，Caps 选手 ，Congratulations Caps。好了，那接下来呢，我们也是想要有请 Caps 往前一步。好，我们其实可以看到 Caps 选手在我们本次的 MSI 的。好，非常感谢文文先生为 Caps 选手颁发的 MVP 的奖杯 ，Thank you，Thank you。好，那接下来呢，我们也要想问一问 Caps。其实可以看到人群当中最开心的莫过于是 Caps 的爸爸，他在人群当中一直在为 Caps 加油和助威。我想这样的一个非常有意义的时刻，想问一问 Caps 对于他的父亲有什么想说的。 Okay, see that like your dad is cheering for you all time along in all kinds of international tournaments. So at this special moment, anything you would like to say to your father? I want to thank my dad for always coming. It feels good to finally bring back a trophy.Too many times I've come back from international tournaments or just from EU with a loss, and my dad and my family have to support me and they have to get me through this. But this time we have to celebrate. Thank you. 我非常感谢我的父亲。其实这一次我终于能够把这样的一个荣誉和奖项赢回家。在很多很多次我们可能在 EU 的赛区或者说是在世界舞台上，我可能没有能够拿到这样的一个奖杯回家的时候，我的家人我的父亲都一如既往的在支持我，在能够为我鼓励。但是这一次我终于能够把这样的一个奖杯赢回家，我们可以一起庆祝这一个开心的时刻。 Congratulations and thank you. And also thank you Caps Dad. Thank you.好了，那我相信很多人对于今天 G2 的表现应该都会非常的好奇，因为 G2 在整个世界赛上可以说是颠覆了我们所有的认知，或者说是对于我们英雄联盟的一些解读。那他是怎么样看待这样的一件事情的呢？ Okay, the next question I would like to ask Caps. So G2 is always trying new things and also put out all kinds of spicy picks. So do you think G2 has changed the understanding of League of Legends or understanding of this meta?So, I mean, I definitely think that a lot of people will take a lot of things from this tournament. I think since Worlds, teams started pulling out a lot more things and people started playing a lot more aggressive. But from this MSI especially, I think people will go back to a lot more. They have their own comfort picks, try out the champions they're good at, and just go with it.可能在世界赛上呢，很多人都会去选一些比较激进的，或者说是比较偏打团的这些英雄。但是我觉得在这一次 MSI 上面，更多的战队或者说是我们更多的会去选择能够让我们比较舒服的这一些英雄的选择，能够让我们打出自己打法的这些选择。我觉得这就是我们这次 MSI 的一些表现。那接下来想问一问 Caps， 其实呢，我们可以看到在这一次二连
在这一次获得 MSI 的冠军之后，我们可能更加期待看到 G2 在之后会有怎么样的表现呢？ Caps, after this MSI trophy, what can we expect from G2? Maybe the Rift rival or the Worlds? So we're going to try our best. I think something we have a lot to improve on. We came into the tournament wanting to get our revenge against IG, and we left with a 0-2 record against them. So I think IG is the team we're looking to get a revenge against, that against Worlds. And if we beat them, then I'm sure we can beat anyone. Wow! 其实我们在这次世界赛当中，可能跟 IG 交手的时候，我们的战绩不是非常的好，我们被他们就是连拿两分。但是我觉得，如果我们能够打败了 IG 的话，我觉得我们可以打败所有的人，而且他们也是非常强的一支战队。我们也期待在世界赛上能够有更加强的表现。Okay, thank you, Caps. Thank you.我们再一次恭喜 G2 战队获得了2019英雄联盟季中邀请赛的总冠军，掌声谢谢他们。各位召唤师，我们下季赛再见喽，拜拜。Ja, das war die Siegerehrung. Also Caps nochmal MVP geworden und der geht heute mit seinem Papa feiern, hat er zumindest gesagt. Ja, sehen wir hier auch nochmal den MVP. Ohne Kopf. Ohne Kopf, aber ist ja auch egal, die Trophäe ist wichtiger. Und ja, das ist hochverdient, muss man sagen. Jetzt lässt man sich natürlich nochmal feiern. Oder gibt es nochmal ein Interview? Ich bin mir da nicht ganz so sicher. Ich glaube, das ist für die Fotos. Ja, das kann auch gut sein. Und natürlich ja, alle mit Medaillen bestückt. Also man nimmt hier die Trophäe mit nach Hause. Ja. Ja, auch Grabs nochmal ausgezeichnet worden für seine hervorragenden Picks, ja, und intelligenten Drafts. Ja. Wobei er auch meinte, dass er es ziemlich einfach hat, weil die Teams, seine Spieler immer auch sehr viele Vorschläge machen und natürlich auch so breit aufgestellt sind. Ja, jetzt also da nochmal schöne Fotoknipserei. Was für ein Finale. Ja, schön nochmal winken an alle. Sagt. Grüße gehen raus. Ja, nimmt das Ding mit. Und jetzt wird Party gemacht. Also ja. Ich hoffe, der Flieger ist nicht zu früh gebucht, aber ich weiß nicht, bei denen ist ja wenigstens Abend, ne? Nicht so wie bei uns. Ja. Wir sehen jetzt aber die schönsten Replays aus dem letzten Spiel. Caps, der hier wirklich zwei Leute nass macht. Diese Sidesteps auch, ne? Also er ist schon Sidestep-Gott. Hat sich auch die Mercs gekauft, damit die CC nicht so lange hält. Ja, das musst du dir mal geben. Also er macht das 2 gegen 1 und zu dem Zeitpunkt war er noch nicht mal großartig gefeedet. Man kriegt beide Kills, also mit solchen Plays wirst du verdient MVP. Auch hier wieder ähnliche Situation in der Midlane. Ja, jetzt wieder der Re-Engage. Du hattest davor die Summoners bekommen, aber hier auch Jankos hervorzuheben, wie er diesen Flash-Knock-Up durchbringt. Und ist der Schaden halt einfach da. Und Xmitty kommt gerade so nochmal weg. Also es ist wirklich genial gespielt gewesen. Und heute wie von einer anderen Welt. Ja, die Frage ist, also gegen Caps, den kannst du halt nicht outbannen. Den kannst du nicht Sylas geben, den kannst du nicht Irelia geben, den kannst du nicht, ja, dem kannst du eigentlich gar nichts geben. Der muss eigentlich Caps bannen, aber das funktioniert nicht. Problem ist ja, das ist ja nicht nur bei Caps so in dem Team. Gefühlt hast du das ja auf fast jeder Position. Und auch nochmal hier dieser Triple dann, also... Ja, Triple Root und dann ja. Einfach nur rein. Der Kerngedanke ist da. Und hier war dann auch schon alles sicher. Ja, da hat man keine wirkliche Möglichkeit mehr, was zu machen. Das war der schnellste Sieg auf internationaler Bühne in einem Best of Five. Unglaublich. Und das in einem Finale. Also, ich glaube, man hat vielleicht ein etwas knapperes Finale auch erwartet nach den Halbfinalspielen, aber die Jungs, die freuen sich verdient. Ja, also EU größte an A, Leute. Es bleibt am Leben. Und natürlich das nochmal interessante Statement im Zuge der Rift Rivals, die ja Ende Juni nochmal passieren, wo EU auf NA trifft. Ja. Ja, interessant auch für die Worlds, wo man merkt, IG, SKT, Weltmeister, Korea, China, alle schlagbar. EU am Ende ganz oben. Und ich meine, wenn das da bei den Worlds in Europa genauso passiert, wo wir ja quasi noch den EU-Boost haben,
nehmen wir mit, oder? Ich denke auch. Also die Chancen sind da, die Regionen sind so nah beieinander wie lange nicht mehr. Von G2 hat man sich viel versprochen, aber ich möchte auch nochmal Team Liquid loben, die auch wirklich den Weltmeister rausgekegelt haben. Auch die Region deutlich stärker, als man vielleicht erwartet, aus der Play-In-Phase ins Finale. Und am Ende G2 einfach schnappt sich den Thron. Und ich glaube, von ihnen können wir halt wirklich viel erwarten. Ja. Definitiv. Ja, ich glaube, mein Fluch ist jetzt auch gebrochen. Keine 5 Games, sondern 3. Danke G2. Also das heißt, deutlich kürzere Arbeitstage für mich. Wollen wir mal hoffen, dass das jetzt kein einmaliges Ding war. Ja, die ganzen Überstunden immer. Aber vielleicht sehen wir gleich nochmal die Replays mit Voice. Ja, die entscheidenden Momente, wo man dann realisiert, man hat die Trophäe. Ich weiß es gar nicht, ehrlich gesagt. Aber ich meine, das sind so oder so schöne Bilder. Ja. Also, hier bekommt man nochmal die Medaillen. Ich finde die Medaillen auch sehr schön geworden. Ja. Ein bisschen schade natürlich, dass es für Team Liquid keine gibt, aber... Look. Oh, okay. Careful. Again, cast on a flash. No ult as well. Yeah. I think it's endable, yeah. Endable. Actually, we're pretty cool if we end. Oh, the tower is doing 450 damage for me to I think we can have to end, guys. We have to end? Okay, let's just try it. No, I mean, we can. It's 15 seconds. I think we can end. Do you think maybe so? Maybe, I think they will not defend, like, honestly. I think we can. They will defend, guys. What do you mean? They can't open, right? No, I'm okay. Next. Honestly, this is like the OG series. Next. Why did we kill them now? No, just hit. Ja, was ist, wenn wir sie jetzt nochmal töten? Also, ja, der merkt jetzt schon, 18 Minuten, das war ein zügiges Spiel. Ja. Der Damage von Wanda natürlich auch nicht schlecht. Man sieht, es war eine durchaus eindeutige Series. 2-0 Drachen. 8-0 in Türmen, Goldvorteil, also was soll man da noch machen? Ich meine, Team Liquid hat ein starkes Turnier gespielt, das muss man nochmal sagen. Also die hätten hier durchaus auch Medaillen für den zweiten Platz verdient. Den Weltmeister rausgehauen, Doublelift jetzt nach 8 Jahren zum ersten Mal aus der Gruppenphase rausgekommen. Und dann direkt ins Finale. Also wenn er rauskommt, dann ins Finale. Aber am Ende... EU einfach das deutlich bessere Team und ich meine, das tut ja auch gut. Ne? Da kann man ruhig mal feiern, da kann man auch mal klatschen. Vielleicht nicht unbedingt gegen das Mikrofon, aber war ein schöner Tag, war ein schöner Cast mit dir auch. Hat mir wieder sehr viel Spaß gemacht mit dem Mori. Action geladen, wie immer. Und es ist natürlich besonders schön mit diesem Twitch-Chat und mit dieser Community. Insofern, seid gerne das nächste Mal mit dabei. Geht ja auch bald wieder los mit der Season und allem drum. Sin League läuft natürlich auch schon an. Ja, gerne da auf Summoners Inn vorbeischauen. Dienstag geht es direkt weiter. Also ihr kommt hier aus dem Schauen gar nicht mehr raus. King of Spandau, Bootcamp, alles. Ja, wir haben für euch Programm und wir haben für euch jetzt erstmal Feierabend. Also bis zum nächsten Mal. Haut da rein und viel Spaß.